Ja, ich kriegte gerade den Auftrag, hallo erstmal, guten Tag, herzlich willkommen. Ich kriegte gerade den Auftrag, ich soll die Leute herbeireden, hineinreden. Das versuche ich jetzt und freue mich, dass ich das Podium jetzt hier moderieren darf. Ganz kurz zu mir, ich bin Simone von Stosch, Moderatorin und Autorin bei ARD Aktuell und hier im ARD Hauptstadtstudio in Berlin, also direkt um die Ecke. Sie sprechen schon seit gestern über das Thema grüne ökologische Politik und grüne soziale Politik. Von Anfang an steht ja beides im Zentrum der Partei, der innerparteilichen Diskussion und dann auch in einem gewissen Spannungsverhältnis. Die ökosoziale Frage, über die in den 80er Jahren so viel diskutiert wurde, scheint vor dem Hintergrund von Klimawandel und wachsender Schere zwischen Arm und Reich wieder hochaktuell, noch mal ganz neu aktuell zu sein, das Verhältnis zwischen beiden neu zu denken, darüber neue Narrative zu entwickeln. Das machen Sie hier seit gestern in verschiedenen Foren, auch heute Vormittag. Und wir wollen das jetzt auch tun. Ich sehe immer noch, es laufen noch einige rein, aber ich glaube, jetzt sind wir so langsam, sind alle da, die teilnehmen wollen. Das wollen wir jetzt auch tun, das Verhältnis zwischen beiden nochmal zu analysieren und daraus auch darüber zu reden, welche Narrative sich daraus ergeben können, mit dem Fokus auf den Klimawandel. Und dazu begrüße ich hier auf dem Podium Uwe Schneidewind, Präsident und Geschäftsführer des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Er hat mal bei Roland Berger angefangen, das fand ich sehr interessant, im Bereich strategisches Umweltmanagement, Beratung. Hat dann habilitiert in St. Gallen, hat jetzt eine Professur in Wuppertal, an der Uni Wuppertal, die aber ruht. Und er war von 2011 bis 2013 Sachverständiger der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Und zu meiner Rechten Michael Kellner, den Sie wahrscheinlich ohnehin alle kennen, seit Oktober 2013 politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen, studierte Politikwissenschaften in Deutschland, Großbritannien und den USA, war Büroleiter von Claudia Roth, der damaligen Parteivorsitzenden von 2004 bis 2009, Mitglied in den Wahlkampfteams 2005 und 2009 und ist Sprecher der BAG Frieden und internationale Politik seit Anfang 2011, wenn ich das alles richtig im Kopf habe. Ja, ich würde gern einsteigen mit der Frage, die große Herausforderung des 21. Jahrhunderts, da haben wir eben auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Klimaschutz, die globale Verteilung von Ressourcen und Reichtum. In welchem Verhältnis stehen, Herr Schneidewind, heute die soziale und die ökologische Frage? Ich glaube, was ja ein ganz zentraler Punkt ist, dass man wieder sehen muss, die ökologische Frage ist ja im Kern eine soziale. Also der Umwelt ist es auf diesem Planeten ziemlich egal, wie wir Menschen hier weitermachen. Ökologie und Umweltsysteme wird es in 1000, in 10.000, in 20.000 Jahren geben. Wenn wir über Ökologie diskutieren, reden wir im Kern über eine Gerechtigkeitsfrage. Und das ist ja das, was unter dieser Idee der nachhaltigen Entwicklung sich auch manifestiert. Es geht darum, wie gehen wir mit dieser knappen und zerbrechlichen Natur um im Hinblick auf Gerechtigkeit heute entlang des gesamten Globus und mit zukünftigen Generationen? Ich glaube, das ist immer wieder so wichtig, das klar zu machen. Die ökologische Frage hat nichts mit Natur per se zu tun im hauptsächlichen politischen Diskurs. Sie ist eine soziale und sie ist eine Gerechtigkeitsfrage. Und das ist deswegen so wichtig zu betonen, weil sich natürlich auch die Grünen und alle anderen immer wieder ins Boxhorn jagen lassen, indem da draußen eben die Rahmung aufgebaut wird, Ökologie und Sozial, das sind zwei Themen und die kommen ständig in den Widerspruch. Also darum ist es mir immer wieder ganz wichtig zu betonen, dass Jürgen Minisch in St. Gallen immer wunderbar auf den Punkt brachte, die ökologische Frage, die Frage der Nachhaltigkeit ist eine konsequente Verlängerung der Idee der Menschenrechte. Da geht es darum, wie Menschen miteinander umgehen und damit ist es eine genuin soziale Frage und wir reden über die Abwägung unterschiedlicher sozialer Aspekte. Ja, muss der Klimawandel und die Problematik rund um den Klimawandel nicht vor allen Dingen als soziale Frage von den Grünen erzählt werden? Ja, dazu sage ich gleich was. Ich wollte mich erstmal herzlich auch bei der Böll-Stiftung für diese tolle Tagung und für Ihre Teilnahme bedanken. Und ich glaube in der Tat, das ist eine wichtige und eine riesige Frage, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir uns den Klimawandel anschauen, ich finde es ein sehr schönes Chiffre und ein sehr schönes Beispiel. Wenn wir uns anschauen, soziale Frage und ökologische Frage, heute und morgen, hier und global, dann sehe ich heute, ich rede jetzt über das Heute,
global schon die Auswirkungen von Klimawandel. Ich sehe aber auf der globalen Maßstab eine viel höhere Betroffenheit in der Frage von Lebenschancen, von Vertreibung, von Fluchtursachen. Es hat global in Bereichen dieser Welt extreme Auswirkungen. Ich habe die Auswirkungen auch hier in Deutschland, ich habe sie geringer. Also gestern saß Robert Habeck hier und hat nochmal erzählt, er braucht 70 Millionen Euro für den Deichbau. Geld, was woanders fehlt, und diese Deiche müssen erhöht und verstärkt werden aufgrund des Klimawandels, aufgrund ansteigender Meere. Das heißt, ich habe auch hier eine Betroffenheit, sie ist aber geringer als im globalen Maßstab. Und jetzt komme ich auf die nächste Ebene. Jetzt komme ich auf die Ebene der Zeit, die Frage der Zukunft. Und da ist es so, dass ich natürlich mit sehr viel Wissen, und das kann Herr Schneiderwind vom Wuppertaler Institut noch viel besser erklären, als ich das machen kann, natürlich sagen kann, dass die Betroffenheit und die Auswirkungen des Klimawandels steigen werden. Und zwar auch da in einem, das heißt, die Auswirkungen, auch die sozialen Auswirkungen werden in Zukunft größer werden, hier und global, und ich nur sehr ungleichzeitige Prozesse habe. Und jetzt sage ich was als Handwerker, sozusagen als der Wahlkämpfe organisieren will und sie natürlich auch gewinnen möchte. Und dann habe ich das Problem, dass ich natürlich sehr, sehr gut unter wir Ihnen oder hier im Raum alle beschreiben können, was in der Zukunft droht und warum das jetzt Handlung erfordert. Trotzdem habe ich ein Problem mit der Ungleichzeitigkeit, wann das eintritt. Wenn ich über 2030 und 2050 rede und sage, dafür brauche ich heute die Maßnahmen, ist es nicht nur ein Problem für Politik, das ja in Legislaturperioden denkt. Und es stimmt, ich denke viel darüber nach, wie ich 2017 die Wahl gewinne und nicht 2030, gebe ich zu. Aber ich habe auch das Problem, das ist keine Beschimpfung der Wählerinnen und Wähler, und ich weiß, dass Sie alle hier sind und das wahrscheinlich anders sehe. Aber wenn ich heute 2017 Wahlen gewinnen will, habe ich ein Übersetzungsproblem, was ich heute mache für Sachen, die 2030 und 2050 ist, weil auch der Wähler oder die Wählerin vielleicht sagt, ja, jetzt erklär mir das mal, warum soll ich denn heute deswegen jetzt die Grünen wählen für eine Sache, die vielleicht 2050 kommt. Und das ist ein Übersetzungsproblem, was ich als Wahlkampfmanager habe. Ist es vielleicht auch ein Problem, dass die Geschichten, die Betroffenheit auch schon heute fühlbar machen würden, den Grünen noch nicht richtig präsent sind, dass es sozusagen noch nicht genug kommuniziert wird, auch den Zusammenhang sozusagen? Na, ich würde eher sagen, wir Grüne müssen mit Emotionalität argumentieren. Wir müssen aufpassen, wir sind total gut, technisch Sachen zu erklären. Das reicht aber nicht. Und wir hatten schon starke Gründungsnarrative, sonst wären wir auch nicht so eine erfolgreiche Parteigründung gewesen. Also wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Der Klassiker der grünen Wahlplakate von Anfang der 80er Jahre. Ein tolles Plakat, das hat natürlich einen ganz starken Narrativ. Und heute würde ich ergänzen hier im Raum, und die Zeit wird verdammt knapp. Und ich glaube, dass wir das als Partei machen müssen, und ich glaube auch, das kann ich nur meiner Partei, da kann ich selber natürlich einiges machen, ich kann das aber insgesamt auch meiner Partei nur raten, Mut und auch eine nicht aus Ängstlichkeit sozusagen zurückschrecken davor, die Debatten anzustoßen, sich da in den Wind zu stellen. Mhm. Wollen Sie dazu? Ich glaube, es ist ja sehr wichtig zu verstehen, Wer hat die Verantwortung, diese Narrative in die Gesellschaft hineinzubringen und sie wie zu transportieren? Und ich glaube, das ist ja auch eine Diskussion, die derzeit bei den Grünen läuft, dass man auf diesen schmalen Grat gehen muss, den Michael Kellner gerade skizzierte, in diese Sachzwanglogik hineinzukommen. Jeder CEO einer großen Company erzählt Ihnen, Mann, Quartalsergebnisse, damit werten mich meine Shareholder Values, ich kann ja gar nicht anders. Ne? Und dann eine große Ernüchterung da ist, wenn ein Wahlkampfmanager aus Parteien erklärt, natürlich wissen wir, was eigentlich sein müsste, aber da draußen ist es noch nicht vermittelbar, darum muss ich das jetzt doch in so einer sehr stark abgespeckten realpolitischen Note erzählen. Und man sich dann ja fragt, wo bleiben eigentlich diejenigen, die diese Narrative weiterentwickeln? Denn das, worum es geht, ist ja, dass wir mit der menschlichen Zivilisation als Ganze im 21. Jahrhundert einen Riesensprung machen müssen im Hinblick auf Langfristigkeit, mit der wir menschliche Zivilisation denken, und ihrer globalen Perspektive. Das ist ja diese große Aufgabe, vor der Menschheit im 21. Jahrhundert steht und die wir in Geschichten prägen müssen. So wie wir nach dem Zweiten Weltkrieg so eine sehr stark ökonomische Aufbruchs- und Wohlstandsgeschichte geschaffen haben, die dann über Jahrzehnte getragen hat, gilt es jetzt darum, diese Geschichten neu zu definieren. Und da gibt es eine gemeinsame Verantwortung
unterschiedlicher Akteure in so einer Gesellschaft, ne? Öffentlicher Intellektueller, also das, was wir von Gerd Wagner gerade erlebt haben, ist eine Katastrophe, ne? Also sich die Wissenschaft abmeldet und sagt, nee, bin ich nicht zuständig und wenn er genau fragt, kann ich auch nichts sagen. Also natürlich brauchen wir öffentliche Intellektuelle, muss Wissenschaft ein Ort sein, die an diesen Narrativen mitwirkt. Es braucht die Kulturschaffenden, aber es braucht natürlich auch mutige Parteien, die jenseits der Zwachzwanglogik eben den Mut haben zu sagen, ja, die soziale Frage muss ich heute nicht nur national, ich muss sie global denken, ich muss sie in ganz anderen Zeithorizonten denken und ich habe das als den Orientierungskompass für die Realpolitik, dass dann immer wieder in den Spannungsverhältnissen gearbeitet werden muss, ist ganz zentral, aber fatal wäre es, wenn die Partei, die in den 80er Jahren genau den Mut hatte, Narrative zu entwickeln, die über die Perspektive und den Zeithorizont hinauswirken, jetzt plötzlich genau das aufgibt. Und von daher kommt natürlich auch den politischen Parteien und gerade den Grünen, wie vielen anderen Akteuren, eine ganz zentrale Rolle dazu, diese Geschichten der Zukunft zu entwickeln. Ich will da nochmal einhaken, genau diese Geschichten der Zukunft. Warum fällt es den Grünen so schwer? Das liegt ja auf der Hand. Fast 2 Milliarden Menschen werden in den nächsten 10 Jahren von Wasserknappheit betroffen sein. Klimawandel produziert Armut, produziert Dürre, neue Flüchtlingsbewegungen. Der letzte Zyklon Pam, wahrscheinlich eine Folge des Klimawandels. Warum können die Grünen diese Geschichten so wenig konkretisieren? Sie haben eben gesagt, es bleibt noch sehr abstrakt die Betroffenheit, die in Europa, in der Festung Europa zu spüren ist. Ja, ich hatte ja schon einen Punkt genannt, wo ich glaube, wir sagen müssen, ja, tatsächlich, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgen und die Zeit wird knapp. Das ist ja auch ein Narrativ. Wir hatten vorhin oder gestern die Debatte um die Frage, rede ich eigentlich von dem Klimawandel, von der Klimakatastrophe? Wir reden als Grüne von der Klimakrise. Das klingt jetzt erstmal nach Handwerk. Aber Wandel klingt so positiv, ja, oder es ist ein bisschen wie Erderwärmung. Das ist ganz nett, wenn es ein bisschen wärmer wird, das freut man sich manchmal. Eine Katastrophe ist oft der Punkt, was kann ich da noch tun, wenn ich in einer Katastrophe bin? Deswegen sagen wir, wir reden von einer Krise, weil sie ist menschgemacht und auch der Mensch hat eine Aufgabe, diese Krise zu bewältigen und wenn wir es nicht tun, wird es zu einer Katastrophe. Das ist ein Punkt, wo es auch um politische Erzählung geht. Ich will aber auch nochmal sagen, wenn ich sozusagen aus Handwerkszeug berichte, dafür bin ich ja auch eingeladen, ich kann in einem Wahlkampf zur Europawahl sehr, sehr stark sagen, wählt die Grünen, nicht nur für ein besseres Europa, sondern wählt die Grünen dafür, weil Klimaschutz nur europäisch geht. Das versteht überwiegend, das ist einleuchtend, das ist sozusagen erschließend, weil klar ist, das ist eine Riesenaufgabe, ich brauche da eine starke Europäische Union, dafür brauchen wir sie, dafür brauchen wir eine bessere Europäische Union, das ist logisch. Wenn ich jetzt sage, in einem anderen Wahlkampf in Brandenburg, da hatten wir letztlich eine Landtagswahl, haben wir erfolgreich bestanden. Da kann ich jetzt nicht in Brandenburg sagen, Leute, wählt jetzt die Grünen einfach, um das Klima zu retten. Dann ist die Übersetzungsleistung zu sagen, das kleine Brandenburg, also ich habe dort lange gelebt, soll jetzt keiner falsch verstehen, ja? Denn da sitzt auch ein Kollege, der Vorsitzende des Kreisverbandes Potsdam. Ja? Also wenn ich das sage, das ist der Punkt, dann denken sich die Brandenburger und Brandenburger vielleicht, ja, das ist ja schön, dass die Grünen das sagen, wir haben aber hier ganz andere Probleme und außerdem wir als Brandenburger, wir können das nicht machen. Das heißt, ich muss in so einem Wahlkampf eine andere Übersetzungsleistung liefern. Was war die Übersetzungsleistung im Brandenburger Wahlkampf? Wir haben uns massiv mit der Kohlelobby angelegt. Ja, meine Braunkohletagebau in der Lausitz, wer sich das mal angeschaut hat, wer da sieht, was da an CO2 ausgestoßen wird, wer da sieht, was es auch für die Zerstörung von Heimat bedeutet, wenn dort Dörfer abgebaggert und vertrieben werden. Das heißt, meine Erzählung, unsere gemeinsame Erzählung im Wahlkampf in Brandenburg war klar, wir sind da klare Oppositionspartei, es war klar, wir haben keine Machtoption, aber wir haben dort eine Stimme dafür, dort sozusagen zu sagen, gegen den Braunkohletagebau, gegen die Zerstörung der Heimat. Und dafür sind wir dann auch gewählt worden. Wir haben dort zugelegt, gegen den Trend. Und das lag auch mit daran, dass wir das runtergebrochen haben. Und natürlich, das ist ja logisch als grüne Partei, ich muss mir anschauen, in welchem Rahmen erzähle ich welche Geschichte. Und das ist zwar ein Beispiel nur, wie unterschiedlich ich das gleiche Ziel als Grüne, das ist mir wichtig zu sagen, ja, ich verfolge das gleiche Ziel, aber ich gehe natürlich darauf ein, was ist der Handlungsrahmen auf dieser politischen Ebene. Und das ist halt unterschiedlich und das muss man berücksichtigen. Und viele haben genau darin einen Widerspruch zur sozialen Frage wahrgenommen. Viele, die von Arbeitslosigkeit in Brandenburg betroffen sind, haben gesagt, jetzt geht es der Kohleindustrie an den Kragen, eine der letzten Möglichkeiten, wo hier überhaupt Hauptarbeitsplätze sind. Da zeigte sich also sehr stark, dass die Grünen immer wieder sich in einen Widerspruch gehen oder zumindest in der politischen Kommunikation der Widerspruch zwischen dem Ökologischen und dem Sozialen immer wieder aufblitzt. Haben Sie da eine Strategie? Sagen Sie da, da können wir noch neue Geschichten erzählen?
Das ist ein schönes, das ist ein schönes Beispiel. Ich kann sozusagen als Grüner, und das hatten wir auch bei unterschiedlichen Tonalitäten auf den letzten Panels gemerkt, ich kann drei verschiedene Argumentationsstränge, drei verschiedene Diskurse, kann ich als Grüner oder bringen Grüne im Regelfall. Der erste Diskurs ist eher geprägt von den Eigenwerten der Natur. Also ich kann argumentieren, ich möchte Natur schützen, ich möchte Artenvielfalt, ich möchte Biodiversität erhalten, weil sie sonst unwiederbringlich verschwunden ist. Da ist der Mensch noch nicht drin. Es ist auch eine berechtigte Erzählweise. Ich glaube, sie reicht für viele Bereiche nicht aus. Aber ich will sie nicht die zweite Ebene, der ich das erzähle, und wir hatten eben gerade Kerstin André auf dem Podium vorher, ist eine zweite Idee, die Grüne oft erzählen, ist mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Das ist sozusagen die ökonomische Dimension, also sozusagen die Hoffnung für eine bessere Zukunft, ja, ist grün. Das hat auch gestern nochmal als Fortschrittserzählung Toni Hofreiter und Ralf Füchs, die sich da ja unglaublich einig waren, ja, erzählt sozusagen, grün ist Fortschritt und grün ist eine lebenswerte Welt. Und dann komme ich zu der dritten Ebene, auf die Sie jetzt auch gerade hinaus wollten in Ihrer Frage. Und dann muss ich mir als Grüner, davon bin ich überzeugt, die ökosoziale Frage stellen, weil ich mit nur beiden Erzählungen alleine nicht weit genug komme. Das heißt, ich muss das Soziale mitdenken, auch in Brandenburg. Und ich muss natürlich mitdenken, wie erreiche ich eine Zustimmung für einen Wandel. Ja, wie erreiche ich das? Dann kann ich einmal mit dem Arbeitsplatzargument für Erneuerbare und den Umbau, was das bringt. Trotzdem sind natürlich Menschen von Umbau betroffen. Und ich möchte ja als grüne Partei, bin ich ja nicht daran interessiert, den Status quo zu bewahren, sondern ich will die Welt besser machen, Schritt für Schritt. Das heißt, ich muss Leute mitnehmen. Und deswegen kann ich mir diesen unbequemen Weg nicht ausweichen und muss die soziale Frage mit einbeziehen. Und auch dann ist es halt so, dass ich sagen muss, ja, das hat natürlich Auswirkungen. Ja, wenn der Braunkohletagebau ausläuft, wenn das nicht erweitert wird, dann hat das soziale Auswirkungen. Es hat positive soziale Auswirkungen. Menschen werden nicht vertrieben aus ihren Dörfern. Das ist ja auch eine soziale Erzählung. Die Frage Erhalt von Heimat hat ganz viel mit Sozialem zu tun. Es heißt aber auch, dass ich über die Menschen, die dort arbeiten, also ja, die direkt dort arbeiten, ich sagen muss, ja, wir bieten euch Chancen in Weiterbildung, in Umqualifizierung. Und ich komme dann als Grüner nicht drumherum, mit diesen Fragen, gerade im Land wie Brandenburg, darf ich das nicht ausweichen. Nur muss ich das machen als Grüne, und was ich nicht machen darf, ist aus Angst vor dieser Herausforderung sozusagen mich zurückzuziehen und ängstlich in die Ecke zu gehen. Das, so möchte ich meine Partei nicht haben. Mhm. Von der brandenburgischen Perspektive noch mal ein bisschen auf die globale Perspektive. Welche sozialen Geschichten lassen sich erzählen anhand des Klimawandels, der Klimakatastrophe, die wir jetzt in Brandenburg im Kleinen hatten? Geht das auch auf globaler Ebene, Geschichte konkret zu machen? Ich meine, wir haben ja heute früh von Ottmar Edenhofer ein sehr schönes Bild davon bekommen. Und das hat ja sehr viel auch jetzt mit der Brandenburger Wahlkampfgeschichte zu tun, denn ich glaube, dass die große Herausforderung für die Grünen ist, dass sie die soziale Frage derzeit eben nur mitdenken. Also dass noch nicht das gelungen ist, was im Hinblick auf diesen ökonomischen Diskurs gelungen ist, ne, wo man sagt, mit Umweltschutz schwarze Zahlen schreiben. Also da hat man zwei Geschichten kraftvoll verbunden. Und in der sozialen Frage sind wir eben oft noch in dieser Reparaturlogik. Sagen wir, stimmt das auch wichtig, müssen wir irgendwas machen? Und dann beginnt ja das Kompromisse suchen, das schwächt ja die Geschichte. Und das, was wir heute Vormittag von Ottmar Edenhofer gehört haben, das geht ja ein Stück in eine ganz neue Form von Symbiose. Zu sagen, wir brauchen eben ganz, ganz neue Formen auch der Umstellung unserer Steuerbasis, weil das vermutlich der einzige Weg ist, diese gewaltigen sozialen Ungleichheiten national und global in den Griff zu bekommen. Vermutlich ist eben nur die Besteuerung von Ökologie, die Besteuerung von CO2 der einzige Weg, eine Steuerbasis wieder hinzubekommen, die diese gleichende Ungerechtigkeit, die wir derzeit in fast allen nationalen und kontinentalen Systemen sehen, Kapital kommt ohne Besteuerung weg, aber wird immer mehr besteuert. Wir vertreiben die soziale Ungleichheit und wir brauchen eine völlig neue Umstellung der Basis, wie wir unsere Steuern erheben, um aus diesen Erträgen dann Grundlagen, Infrastrukturen, Zugang zu Bildung, Gesundheit zu schaffen, die eben dieser Ungleichheit in den Gesellschaften entgegenwirken. Das ist ja eine extrem kraftvolle Erzählung, die ich national erzählen kann und die man dann natürlich auch global erzählen kann. Ottmar Edenhofer machte das ja heute an der Stadtentwicklung in Afrika deutlich. In den nächsten 40 Jahren werden ja die meisten Menschen in Städte in Afrika ziehen. Wie stelle ich sicher, dass dort die Basisinfrastrukturen Richtung Gesundheit, Bildung, Verkehr vorhanden sind? Und das wird wirklich nur über solche Mechanismen gehen. Und deutlich zu machen, dass das massive Herausgreifen der Ökofrage
Frage, dass das Entwickeln intelligenter nationaler und globaler Ökosteuersysteme vermutlich der Weg ist, um überhaupt mit der sozialen Frage umzugehen, das hat natürlich eine ganz andere Kraft, als wenn man sagt, irgendwie müssen wir uns auch noch um die Arbeitsplätze der Braunkohleleute dann kümmern. Da ist dann ein Vasiliades oder ein Rainer Hoffmann, den liefert man die Steilvorlage, ne, weil man denen sofort die Flanke zeigt und da gehen die natürlich rein. Da seht ihr, habt ihr eure Geschichte nicht zu Ende gedacht. Ne? Und das, was Ottmar Edenhofer heute präsentiert hat, ist so ein bisschen ein Weiter- und Zu-Ende-Denken der Geschichte. Nun ist aber gerade die Steuerpolitik eine Frage, die vor allen Dingen national gelöst wird, national angegangen werden kann. Kapitalflucht ins Ausland, sich entziehen eben einer bestimmten Art der Besteuerung. Wie ist denn dieses Dilemma, dieser Widerspruch aufzulösen? Ich meine, Ottmar Edenhofer berichtete ja auch von vielen Hintergrundgesprächen mit Finanzministern im globalen Maßstab, jetzt auch über die IPCC-Aktivitäten, und sagte, es ist eben hochinteressant, was sich da für eine Allianz bildet, weil die ja alle die Probleme haben, dass ihnen durch diesen Wettbewerb um den besten Steuerstandort die Steuereinnahmen erodieren. Und da sich ein Bündnis formt, auch von ganz vielen Finanzministern, die noch nicht mal an den Klimawandel glauben, sagen, die den Klimawandel ignorieren, aber die erkennen, dass diese Form der Steuerbasis hochinteressant aus einer finanzwirtschaftlichen Perspektive ist. Und ich glaube, da liegt ein wichtiges Suchfeld für neue Narrative. Diese ökonomische Krise, die wir seit 2008 in aller Klarheit in ihren Strukturen erkennen, zusammenzubringen mit den Ungleichheits- und den ökologischen Krisen. Also das ist, glaube ich, ein hochinteressantes Suchfeld für die Geschichten von morgen. Und wir sind damit natürlich wieder mittendrin, auch in einem Tabuthema, gerade auch noch für unsere Generation, Kapitalismuskritik. Ja, also jetzt ein Buch von Naomi Klein, Klima versus Kapitalismus. Wir müssen die Debatte darüber führen, wie ein zivilisierter Kapitalismus des 21. Jahrhunderts aussieht. Und jeder, der aus unserer Generation das in den Mund nimmt, noch sozialisiert in der Kalten Kriegsphase, das ging gar nicht. Ne? Das war ja auch ein Teil von Diskursverboten. Und jetzt kommt eine junge Generation, ich merke es so an der eigenen Tochter, da mit 20, die sind da komplett frei. Die sagen, natürlich läuft mit dem System was falsch, wir brauchen wieder die Systemdebatte in neuer Form. Und dann sind wir wieder bei Gerd Wagner und anderem, eine komplette intellektuelle Schicht von Ökonomen, die sich dem komplett entzieht. Ne? Also wir müssen darüber nachdenken, wie der Kapitalismus sich weiterentwickeln muss. Und da müssen auch Parteien den Mut haben, das ist natürlich absolut der Tod. Ne? Also da würde man den Christian Lindner aus dieser Welt, wenn man das jetzt in Wahlkämpfen bringt als Grüne, aber das intelligent zu rahmen, das wird eine Riesenherausforderung. Da sind wir auch erstmal auch als Wissenschaft gefordert, das überhaupt wieder salonfähig zu machen. Denn natürlich hängt die ökologische, die soziale und die ökonomischen Krisen haben die gleiche Ursache von sagen, einem Wirtschaftssystem, das nur über ökologische, soziale und Blasenbildung, also ökologische und soziale Ausbeutung und Blasenbildung sich überhaupt noch stabilisieren kann. Das, was Harald Welzer so schön in den Begriff bringt, expansive Moderne. Wir können diese Systeme nur noch über immer weitere Expansion und Ausbeutung stabilisieren und das muss wieder auf den Tisch. Denn nur auf dieser systemischen Ebene werden wir das lösen und dafür brauchen wir starke Geschichten. Und das ist natürlich dem einen oder anderen grünen Wahlkämpfer, wenn er sich überlegt, wie bringe ich das jetzt an den Brandenburger Wähler gerade nun in einem ostdeutschen Wahlkampf die Nackenhaare senkrecht stehen, das kann ich mir gut vorstellen. Nicht nur der Brandenburger Wahlkämpfer, sondern vielleicht auch Professor Schneide, wenn man ihn fragt, ob nicht an sich diese Debatte schon wieder eine ist, die eine sehr elitäre ist, weil sie nur zu leisten ist auf einem sozusagen auf einem sozialen Standpunkt, wo es keine Not, keine Bedürftigkeit, keine Arbeitslosigkeit, keine Armut gibt. Prekäre Beschäftigungsverhältnis, diese Ausbeutungsmechanismen, mit der diese expansive Moderne stabilisiert wird, die kann doch jeder am eigenen Leib spüren, ne? Dass er nur noch, das, was Wolfgang Streeck so schön die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus bezeichnet, dass es also über mehrere Jahrzehnte gelungen ist, Demokratie auch unter kapitalistischen Modus zu stabilisieren, weil es die Transfers gab und das Kapital jetzt seit 10 oder 15 Jahren das aufkündigt und jetzt mit aller Schärfe dasteht, wer nicht bestimmte Fähigkeiten in den Wirtschaftsprozess einbringt, der wird radikal abgehangen. Der wird jetzt nur noch bewertet nach sozusagen seinem realen ökonomischen Wert und darauf reduziert. Das spürt doch jeder, der hier in prekären Jobs steckt. Also das sind doch Themen, also ich glaube, die sind sehr, sehr gut vermittelbar. Mit Kommunikationsprofis, wie mich erkennen, würde ich mir da überhaupt keine Sorgen machen.
Ich möchte gerne nochmal aufnehmen, was Sie eben gesagt haben. Sie haben gesagt, das Ökonomische und das Ökologische haben die Grünen mit dem Grüne Wirtschaft, die schwarze Zahlen schreibt, super zusammengebracht. Das Ökologische und das Soziale ist noch nicht in eine Symbiose gebracht, in Hand der Geschichten, die erzählt werden. Ist da was dran? Ja, es ist insofern, ich würde sagen, das ist ein Gründungsimpuls und es hat immer mit eine extrem starke Rolle gespielt. Wir haben ja vorhin über Instrumente gesprochen, wie bei der Ökosteuer, das hat natürlich eine extreme Rolle gespielt. Ich habe vor 2 Wochen mit unserer klimapolitischen Sprecherin ein Papier vorgelegt, angesichts der niedrigen Ölpreise brauchen wir eine mutige Ökosteuerdebatte. Das hat mir Kritik von den Spediteuren und vom ADAC und sonst wie eingebracht, halte ich locker aus, macht gar nichts. Das freue ich mich, den Streit suche ich ja. Ja, ich will ja auch mich streiten können in dieser Gesellschaft, wir sind ja in so einer Käseglocke, das macht mir ja Sorgen. Wir sind in einer Käseglocke-Gesellschaft und es gibt eine geringe Bereitschaft zur Reform momentan. Reform ist ja schon fast ein Schimpfwort geworden. Was, also das ist ja auch eine Diskursveränderung. Ich habe dann auch ein paar Reaktionen aus meiner Partei bekommen, wie, Michael, das ist, du hast ja völlig recht, aber Vorsicht, wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen. Ich sage, ja, das weiß ich, aber ich sage euch Leute, wenn wir nicht den Mut haben zu Debatten, ja, dann kriegen wir das nicht hin. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Torheiten machen. Also ich will euch jetzt nicht sagen, ich mache jetzt die 5 Euro ja, als 5 Mark, das wäre eine Torheit, das wäre im Boulevard verhetzbar und dann habe ich weder fürs Klima was erreicht, noch für das grüne Wahlergebnis. Ja, aber es gibt eine zweite Ebene, wo wir jetzt zum Beispiel, ganz intensiv, ich will das von Herrn Schneiderwind versuchen mal aufzunehmen. An 2 Debatten. Ich würde gerne mal über diese Wachstums- und Wohlstandsfrage reden und ich würde gerade gerne über Sozialpolitik reden, weil es geht natürlich auch andersrum. Wir erleben in der Tat eine sozialpolitische Debatte, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen in diesem Land, egal ob sie prekär beschäftigt sind oder nicht, wo sie das Gefühl haben, sie sind im Hamsterrad gefangen. Es wird immer schneller, die Belastungen steigen, die Frage von, reicht mein Einkommen aus, um mein Leben zu finanzieren, was ist mit Ansprüchen über Familie, kleine Kinder oder Pflege von Älteren. Und wir erleben dort, und jetzt sehen Sie den Link zur Grünen-Debatte, nicht nur einen Raubbau an der Natur in unserer Gesellschaft, sondern wir erleben in dieser sozialpolitischen Debatte auch einen Raubbau am Menschen. Ja, und das zu verknüpfen, und Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe ganz bewusst sozusagen eine Vokabel aus der Ökologie, Raubbau, genommen und habe das übersetzt in der sozialpolitischen Debatte, Raubbau am Menschen, weil ich glaube, wenn wir als Grüne in diesen Punkten, jetzt redet wieder der Handwerker, der Kommunikationsmensch, ja, rede, dann werde ich doch als Grüner nur wahrnehmbar sein, dass ich da auch was will und ich das verbinde mit meiner grünen Identität, wenn ich sozusagen das auch anknüpfe an meine sozusagen starke Erzählung aus dem Kern heraus, aus der Ökologie. Und ich werde morgen Abend, wir werden zum Beispiel, wir haben einen kleinen Parteitag vor mir, im Ende April, und dort werden wir über sozusagen Zeitpolitik reden, Zeit für mehr. Da geht es nicht um die Umstellung der Sommer- und Winterzeit. Ja, da geht es genau um diese Frage Raubbau um Menschen und was können wir an politischen Handlungsmöglichkeiten vorschlagen, um da entgegenzuwirken und dann komme ich an der nächsten Stelle an eine Finanzierungsfrage und dann bin ich dann wieder bei Maßnahmen, wie wir sie eben gerade besprochen haben, also woher generiere ich sozusagen die Einnahmen, um das zu machen. Und jetzt sage ich Ihnen mein nächstes Problem an der Stelle, wenn ich da bin und das geschafft habe und die Leute sagen, ja, da haben die Grünen ganz gute Ideen, das klingt toll, dann stelle ich mich im Wahlkampf hin und sage Ihnen, ja, ich brauche einen Ökobonus, Ökosteuer, ich will jetzt gar nicht so sehr über die Instrumente reden, aber das können wir auch machen. Ich brauche das, ich sage Ihnen, ich nehme diese Einnahmen, die nehme ich, um in Infrastruktur in diesem Land zu investieren. Nicht um die Rente, weil in der Tat ist es für viele je nach Altersdurchschnitt oder nach Alter unterschiedlich weit hin die Rente. Nehme ich nicht zur Stabilisierung der Rentensicherung, sondern ich nehme es, sage ich mal, um stärkere Infrastruktur, also in gute Bildung, in Schulen, in Kitas, in Straßen, die nicht zerfallen, zu investieren. Um auch einen Fortschritt zu erreichen, was ja Ralf Füchs über Urbanität zu gestalten beschrieben hat. Denn auch da müssen Sie mir die Übersetzungsleistung glauben, dass ich das jetzt dieses Instrument einführe, um dann sozusagen in ein paar Jahren die Infrastruktur auf einem besseren Stand zu haben. Auch da habe ich, eher das Problem als grüne Partei. Das habe ich nicht als Wissenschaftler, aber das habe ich als Partei, dass ich ein Vertrauen brauche, dass wir das auch machen und auch machen können. Weil das, wovon Sie dann auch profitieren und Sie und ich und alle anderen, ja, das ist halt eine Zeit verzögert. Und dieses Dilemma, damit muss ich umgehen.
Das Gleiche gab es ja bei der Ökosteuer 1 sozusagen. Und das war sehr schwer zu vermitteln. Lag es daran, dass es in den Rententopf gegangen ist und sozusagen so unkonkret war? Oder ist es auch einfach schlecht vermittelt worden? Oder ist in dem Moment, wo der Geldbeutel betroffen ist, dann doch die eigene Jacke näher als das, was auf der Straße passiert und in den Kitas? Ich befürchte, die Erklärung ist, kann man nicht ganz monokausal geben. Ich glaube, es ist natürlich, ist, wenn es um das eigene Geld geht oder gar um Energie- oder Benzinpreise, die Emotionalität hoch. Und ich glaube, dass tatsächlich, ich das richtig finde, ich glaube, dass wir das zwar ein richtiges wissenschaftliches Konzept hatten mit der Senkung der Beiträge, zum Beispiel für die Rentenversicherung, aber dass ich tatsächlich glaube, dass wir in der Politik eine Schwierigkeit haben, wenn ich Prozesse beschreibe, den halt für die meisten Menschen erst in 10, 20 oder 30 Jahren sozusagen wirklich wahrnehmbar wird. Also auch Rente ist ein sehr langer Zeithorizont. Und ich tatsächlich glaube, dass es, wir klug daran tun, jetzt sind wir allerdings bei der Instrumentendebatte als Grüne, das so zu diskutieren, dass das tatsächlich Infrastruktur und schneller umsetzbare Maßnahmen geht, mit einem kürzeren Zeithorizont an der Stelle zu sagen, um dann auch zu sagen, das hat natürlich extrem langfristige Auswirkungen auf Klimaschutz, auf Zukunft, auf Fortschritt. So, also das ist tatsächlich eine Lehre aus der ersten Ökosteuerdebatte, ja, würde ich sagen. Das muss konkreter fest. Mhm. Sie brachten das Thema Steuerdebatte und im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Wo lassen sich da konkrete Geschichten erzählen, sodass klar wird, ja, Steuerreform ist notwendig, Steuergerechtigkeit ist notwendig, um eben auch zu investieren in Klimaschutz, in soziale Gerechtigkeit global gedacht. Ich meine, Kerstin André hat ja heute so einige Beispiele gebracht, wie man das sehr plastisch machen kann, ne? Wenn man so die Idee so einer City Mount verbindet mit einem Bürgerticket in der Innenstadt und plötzlich klar ist, ah, klar, super, da kann ich jetzt den öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen und die es zahlen, sind die mit den großen Suffs, die trotzdem noch einfahren wollen. Ähnlich jetzt auch diese Ökobonus-Idee, wo ja heute so ein Stück Zurückhaltung war, dass man sagt, wir machen eine Ökosteuer man muss ja immer wieder sehen, ökologische Fußabdruck von denjenigen, die wenig Einkommen erzielen, ist vernachlässigbar. Die eigentlich großen ökologischen Fußabdrücke kommen durch die Wohlhabenden. Und da ist ja eine schöne Geschichte rauszumachen. Jeder zahlt nach Fußabdruck und dann wird pro Kopf das Geld auf jeden verteilt. Das heißt, wer heute, weil er wenig Strom verbraucht auch ansonsten wenig Energie, der zahlt da wenig ein, aber am Ende kriegt er eben dann pro Kopf sehr, sehr viel mehr raus. Also das sind ja alles Möglichkeiten, das konkret zu machen. Und ich glaube, was eben ganz wichtig ist, und das ist ja auch in der Wahrnehmung dann jetzt bei der Debatte bei den Grünen dann oft ein Stück die Ernüchterung, dass dieser Entrepreneurgeist, den Kerstin André hier heute auch betonte, dass der auch auf der Ebene der politischen Experimente, der Kommunikationsformen halten bleibt. Denn das ist ja das Spannende bei den Grünen, anders jetzt als bei einer Linken, wo du immer schon wieder weißt, wie das Antwortmuster aussieht. Ne? Immer gleich, vielleicht immer richtig, ist das eine Partei, die sich in ihren Argumentationsmustern immer wieder weiterentwickelt hat. Und jetzt so eine Klatsche wie 2013, dass die jetzt nicht zu so einer Sicherheitsdenke führt, ne? Sondern dass man sagt, das ist eine Entrepreneurpartei, die auch den Mut hat, Themen, die sie für richtig hält, jetzt in einer anderen kommunikativen Rahmung wieder auszuprobieren und dafür auch dann zu riskieren, dass man vielleicht dann doch mal wieder eine Legislatur mit ein paar weniger Prozent arbeitet. Und das, was jetzt hier passiert, das ist ja so eine Art Inkubatorenmodell. Ne? Man schafft Foren, in denen man versucht, neue Ideen der Rahmung zu suchen und dann braucht es die, die draußen sozusagen diese politischen Kommunikationsideen auch experimentieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Asset. Da wird sich viel dann auch drüber entscheiden, ob grüne Geschichten besser sind als andere. Politik lebt eben davon, zu werben für die eigenen Ideen und dafür eben Wähler und Zustimmung zu generieren. Und nun gibt es angesichts dessen, was Sie gesagt haben, die Besteuerung dessen, wie groß sind die ökologischen Fußabdrücke, die hinterlassen werden. Da gibt es eben eine Geschichte, die dem entgegensteht, eine Erzählung, und die heißt: Besteuerung der Industrie führt zu Reduktion von Wachstum, führt zu Vermehrung von Armut, ist nicht machbar. Welche Geschichte kann man dem entgegensetzen?
Ich meine, wir haben ja einerseits einfach eine sehr, sehr schöne 30-jährige Geschichte empirischer Belege, dass es nie so war. Ne? Also ich glaube, auch in großen Teilen der Bevölkerung, wenn das in dieser klassisch dramatisierten Form kommt, hat das immer weniger Glaubwürdigkeit. Die Kommunikationsmuster von Industrie und Verbänden ist da auch ein bisschen smarter geworden. Naja, aber jetzt gerade der Aufschrei angesichts dessen, was Gabriel vorgeschlagen hat mit einer letztendlich Abbau der Subventionierung der Kohleindustrie. Wie stark ist der Aufschrei in der Industrie? Wie groß ist das Erdbeben, das ausgelöst wurde? Ja, also ich glaube, da ist jetzt Michael Kellner noch näher dran, aber da würde ich relativ gelassen mit umgehen, weil gerade diese Dinosaurier, die da jetzt schreien, die haben ihre Glaubwürdigkeit ja spätestens dann 2011 im verspielt. Und jetzt ist natürlich, muss man eben sehen, und das ist natürlich auch wieder ein politisches Profilierungspotenzial, dass natürlich diese Interessen eng verknüpft sind mit anderen Teilen des politischen Spektrums. Ich meine, ich komme selber aus Nordrhein-Westfalen, das ist klar, wenn RWE den Bach untergeht, da hängen die ganzen Ruhrgebietskommunen dran. Also da steckt dann wirklich sozialer Sprengstoff dahinter. Und gleichzeitig ist allen klar, dass wir aus diesen Steinkohlekraftwerken raus müssen und da die Debatte geführt werden muss, um dann in dem Spannungsfeld nach interessanten neuen Linien zu suchen. Denn das große Problem ist ja, dass wir keine anständige CO2-Besteuerung haben und es eben für die Betreiber günstiger ist, diese alten Kohlenschleudern am Netz zu lassen, statt die zum Teil ja schon errichteten, hocheffizienten Gaskraftwerke. Ne? Also ich habe den Eindruck, das wird auch in der breiten Bevölkerung als einen Partialinteressendiskurs erkannt. Das kann man weniger im Wahlkampf in NRW und Brandenburg einsetzen, aber sonst flächendeckend dieser Republik durchaus als sehr starkes Argument. Mhm. Herr Füchs hat gestern Abend in der Eröffnungsrede gesagt, der Klimawandel diktiert uns, was wir zu tun und was wir zu lassen haben. Müssen die Grünen wieder mehr Mut dazu haben, zu sagen, hier geht's lang, dirigistisch zu sein, auch auf die Gefahr hin, dass sie damit Wählerstimmen verlieren? Na, ich hätte ja vorhin schon gesagt, wir müssen den Mut haben, uns mit Lobbys anzulegen. Das haben Sie gerade beschrieben, Kohlelobby. Da habe ich kein Problem mit, da hat auch die Partei kein Problem mit. Da müssen wir halt auch kämpfen. Das machen wir auch, gerade bei diesem Kohlethema. Finde ich nicht schlimm und dann kann ich auch über manche Skurrilitäten einfach lächeln. Also das ist auch einfach nur als Anekdote, das Institut für Wirtschaft aus Köln hat vorgestern eine Pressemitteilung zur Sonnenfinsternis rausgegeben, hat gesagt, die Erneuerbaren, das wird es nie schaffen und Untergang. Und haben sie geschrieben, das ist der Stresstest für die Erneuerbaren. Herrlich. Dann haben sie auf die PM endet dann damit und ich werde die mir ins Büro hängen, weil ich sie schön fand. Ja. Und wenn das dieses Mal gut geht, dann ist das 2026, da werden die Erneuerbaren noch viel größer sein, dann ist das sozusagen der Stress. Denke ich, na gut, also alle 11 Jahre Stress, na also mein Gott, wenn das unser Problem wäre in diesem Welt, ja. Also das, da kann ich sagen, ja, da kämpfen wir, das machen wir. So, aber müsste man da nicht noch offensiver, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen, noch offensiver damit umgehen? Diese Debatte, diese Geschichte, wir haben einen Stromausfall, weil es eine kleine Sonnenfinsternis geben wird von ein paar Minuten. Die hat die sämtliche Medien mit sozusagen den Headlines bestückt. Muss grüne Politik da noch viel offensiver Gegengeschichten erzählen, von wie unsinnig das letztendlich ist? Ich habe ja gerade eine Gegengeschichte erzählt in einem kleinen Maßstab. Ja, natürlich, ja. Das müssen wir machen. Wir machen das auch. Ich meine, ich will jetzt überhaupt auch gar nicht jammern. Ja? Wir leben aber auch gerade in einer Zeit, das hatten wir vorhin ja auch besprochen, wo wir so wahnsinnig viele internationale Krisen haben. Mit Ukraine, Griechenland, über Teile von wirklich schlimmen Krisen dieser Welt wird gar nicht mehr berichtet, weil die Zeitungsspalten voll sind oder die Nachrichtenminuten bei Ihnen auch nur 15 Minuten betragen. Das ist gar kein Vorwurf. Aber wir auch die Schwierigkeit haben, wie schafft man das eigentlich da vorzukommen? Natürlich ist es völlig zu Recht, dass Sie über Ukraine berichten und über Griechenland, das verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es ist natürlich auch gerade ein Problem, wie man das sozusagen setzt und wie wir dafür kämpfen müssen. Deswegen rollen wir die Hemdsärmel auf und kämpfen beispielsweise gegen die Kohle. Ich will aber auch sagen, ich würde davor warnen, zu sagen, wir werden jetzt zu dirigistisch. Also zum Kern von Politik gehört Regulierung, Gesetze, auch Verbote. Es gehört nicht so sehr dazu, Lebensstilgebote zu erlassen. Also ich will jetzt kein Ökospießertum, ja, sozusagen sagen, nett und toll ist nur, wer das, das und das macht. Ja? Das bringt nichts. Und das ist sozusagen eine Gratwanderung, auf der wir stehen und wo ich auch manches Mal in meiner Partei aufpassen muss, dass es nicht sozusagen zu weit geht. Und da sind wir ja in dieser spannenden Debatte um die Frage von Wachstum, Postwachstum, Wohlstand drin, weil wir tatsächlich glauben,
Und da hat ja Wuppertal auch viel gemacht. Sie hatten auch die Enquete-Kommission ja kurz Bezug genommen, oder Sie hatten das gemacht bei der Vorstellung von Herrn Schneidewind. Wie messen wir eigentlich Wohlstand? Ja? Ist es nur das Wachstumsparadigma, was ja extrem stark in dieser Gesellschaft ist? Und haben wir da auch einen anderen Punkt, um zu sagen, was ist Wohlstand, was ist Zeit und was macht eine Gesellschaft lebenswert? Und an dieser Stelle müssen wir weiter bohren. Müsste das Thema, was ist das gute Leben im 21. Jahrhundert, das Wohlstandsleben im 21. Jahrhundert, müssen wir diese Debatte nicht viel offensiver führen? Was gehört zum einem guten Leben im 21. Jahrhundert? Ich meine, das sind ja die beiden Stränge, an denen derzeit alle suchen und experimentieren. Ich meine, diese Dirigismusdebatte ist eben deswegen sehr schwierig zu führen, weil wir ja in der Gesellschaft leben, wo wir alle so subjektiv das Gefühl haben, man ist nur noch getriebener. Und das macht's eben, dann bringt so eine staatliche Intervention ganz schnell das Fass zum Überlaufen. Und da haben wir ja hier in Deutschland noch einen moderaten Diskurs. Also wenn man sieht, in welcher Form das in den USA geführt wird. Ne? Und interessanterweise ja nicht nur in Auflösung weg mit einem Dirigismus. Also wenn Sie jetzt so einige der Fernsehberichterstattung aus Amerika gesehen haben, das geht ja zum anderen auch mit einer radikalen Erhöhung von Dirigismus ein hoch. Du darfst deine Kinder nicht mehr frei herumlaufen lassen. Also Liberalismus im Hinblick von Staatsfreiheit, aber der kommt ins Gefängnis, der seine 8-jährige Tochter alleine von der Schule nach Hause laufen lässt. Diese ganzen fundamentalistischen Tendenzen, die wir haben, wo sich Menschen in einer andere Form von radikalsten Dirigismus stürzen, um damit Protest auszudrücken gegen andere Zwangsformen, die ich in durchökonomisierten modernen Gesellschaften erfahre. Also warum klappt der Dirigismus da und er klappt nicht bei so Sachen wie Fahr Fahrrad statt Auto oder warum klappt er in diesen, sage ich mal, sittlichen Fragen, gerade in den Staaten, so gut und in anderen auch sehr wichtigen Fragen so schlecht? Ja, also ich glaube, dass unsere Gesellschaften einfach durch das, was sie über die letzten 30 Jahre erlebt haben, in so einem neurotischen Status auch sind. Ne? Und dass es sich in jedem Einzelnen individuell auch widerspiegelt. Und das ist jetzt die Brücke zu Ihrer eigentlichen Frage. Darum ist der neue Wohlstandsdiskurs so wichtig, weil es da im Kern darum geht, wie gewinne ich für ein Individuum wieder Autonomiebereiche. Und das ist eigentlich ein Weg, um Autonomie zu erlangen und zu erkennen, dass auch die Setzung von Rahmenbedingungen ein Vehikel sein kann, Autonomie wieder zu erlangen. Ne? Ich meine, wir haben das ja, wenn wir über die neuen Wohlstandsmodelle diskutieren, sich wieder in der Stadt menschgerecht bewegen zu können, nicht Angst zu haben, ständig vom Auto überfahren zu werden, Freiräume zu haben in der Gestaltung seines Lebensentwurfs, dadurch, dass man über solche Komponenten wie vielleicht ein Grundeinkommen oder Ähnliches diskutiert. Also ich glaube, das große Problem ist, und das wird getrieben sowohl durch staatliches Durchregieren als auch durch die ökonomischen Prozesse, dass wir in unseren Autonomieräumen immer weiter eingeschränkt werden und dieses Entwerfen eines individuellen Lebensentwurfs immer schwerer wird. Und wir derzeit eine völlig neue Rahmung dafür brauchen, wie diese neuen Biotope für autonome Entfaltung aussehen. Und das ist eben nicht nur der Reflex weg mit Staat, nur der Markt macht's, ne, sondern das braucht neue Formen, auch intelligenter ordnungspolitischer Rahmung. Aber wir suchen zurzeit noch mit Begriffen und Bildern, die aus diesen Gegensatzdebatten kommen. Und darum ist das ein Riesenfeld. Und da haben wir weder in der Wissenschaft bisher saubere Antworten, noch in der Politik. Und darum ist das Experimentieren so wichtig. Ne? Also wir müssen mit unterschiedlichen Rahmungen diskutieren. Es müssen sich viele in diese Narrativsuche einklinken. Denn gefühlt wird die, dass es da was braucht. Ne? Aber das wird emergent entstehen. Ne? Da kommt dann irgendwann eine Formel, die das super fasst, durch eine Konstellation, durch Personen, die dann auftauchen. Aber das wird nur entstehen, wenn an vielen Orten gesucht wird. Autonome Gestaltungsräume, von denen Sie sprachen, kontra diesen Satz, den ich finde, der sehr zugkräftig ist, der Raubbau am Menschen. Warum machen die Grünen das nicht stärker? Darum geht es im 21. Jahrhundert. Diese autonomen Gestaltungsräume des guten Lebens stärker in Geschichten zu entwickeln. Was heißt das eigentlich? Soziales Miteinander, generationenübergreifendes Miteinander. Also wir sind eine emanzipatorische Kraft. Und gerade diese Frage von Selbstbestimmung und Freiheit ist da ein extrem wichtiger Punkt. Und ich hatte ja vorhin gerade schon gesagt, dass wir als Partei uns das vorgenommen haben, dieses Thema, was Sie gerade angesprochen haben, dieser Raubbau am Menschen, was heißt das? Dass wir das zum Schwerpunktthema gemacht haben. Das werden wir sozusagen auf den großen, das diskutieren wir gerade total intensiv, das wird Schwerpunktthema unseres nächsten Bundesparteitages im November sein, um das weiterzuentwickeln, weil das tatsächlich eine große Frage ist.
Und ich gebe Herrn Schneidewind recht, da muss man experimentieren, da muss man suchen. Ich finde zum Beispiel auch eine starke Formel, die viel anspricht. Teilen ist das neue Haben. Sehen Sie, ich freue mich auf meine Osterpause ein Stück. Da werde ich ein bisschen arbeiten, aber ich werde raus aufs Land fahren. Ich werde in der Uckermark sein mit meinen Kindern. Und ich habe kein Auto hier in Berlin, aber ich habe gestern Abend einen Mietwagen mir gebucht. Weil nicht ich Carsharing? Mietwagen. Doch, ich hab Carsharing, aber für 2 Wochen ist sozusagen die Zeiträume so lang. Deswegen ist es ja sozusagen, ne, das mache ich, wenn ich mal ganz was transportieren muss, dann flinkster. Aber alles, ja, gut, ist egal. Nein, ich sage nur, ist ja auch wurscht. Mir geht es auch nicht um Ökospießertum, um zu sagen, so muss man leben. Ich sage nur, ich nutze das, weil ich in der Uckermark bin. Da möchte ich mit meinen Kindern noch zur Sommerrodelbahn fahren. Ich möchte dort nach Templin, ins Schlechtes ist, ins Thermalbad fahren oder sonst wie. Da brauche ich für eine Zeit lang ein Auto. In der Vergangenheit habe ich oft, das klappt diesmal nicht, ein Auto geborgt von meinem Schwager. Habe ich mir geteilt. Das haben wir uns einfach geteilt. Und solche Geschichten, meine ich, da steckt viel drin. Also kann ich sozusagen temporär Produkte nutzen, wie ich das gerade mache. Ich habe kein Auto, ich miete mir das dann halt ab und zu. Oder man teilt sich das in der Nachbarschaft. Weil ich, worauf ich hinaus will, für bestimmte Sachen, wo wir Angebote als Grüne brauchen für Urbanität in der Stadt, die kann ich noch mit dem besten ÖPNV, werde ich das in der Uckermark, in einem sehr dünn besiedelten, sehr kleinen Landkreis nicht vollständig abbilden können. Das heißt, ich werde Mobilitätskonzepte verbinden müssen. Ich werde fragen können, was ist sozusagen Teilen? Ist das neue Haben? Also wie kann ich auch Nachbarschaftshilfe haben? Es gibt tolle Beispiele in Rheinland-Pfalz, auch in Verbindung mit demografischem Wandel, wo sich Menschen Autos teilen, wo sie sich sozusagen auch die Frage davon verbinden, was, es kann mir auf ganz viele Fragen und Gerätschaften, diese ganze Frage von Nachbarschaftshilfe, von Ehrenamt, was ja auch eine ganz starke Erzählung in Deutschland ist, auf die man, glaube ich, aufbauen kann und wir gut dran tun, das weiterzuentwickeln und da einfach auch neue Formen des Zusammenlebens und des Ausprobierens brauchen. Wenn man im Moment sich anschaut, wie grüne Politik wahrgenommen wird, wenn sie überhaupt wahrgenommen wird angesichts der internationalen Krisen, der Zeit. Wie wird sie wahrgenommen, wenn ich an den letzten Parteitag denke? Da wurde viel über das gute Leben, die gute Ernährung, das gute Essen gesprochen. Da scheint sich das Soziale und das Ökologische wieder in einem ganz neuen Widerspruch zu zeigen, denn das gute Essen, die Biowurst, ist eben nicht für alle so leicht zu erwerben wie die Wurst bei Aldi. Zeigen sich die Grünen da wieder als neue Partei, wo das Ökologische und das Soziale auseinandergeht? Wir können auch die Solarförderung für Häuslebauer. Es gibt viele Bereiche, wo man das Gefühl hat, gerade die Grünen machen eine Politik, die sich eigentlich nur die leisten können, die genug haben. Nein, gar nicht. Da kann ich jetzt auf verschiedenen Debattensträngen vom Anfang anknüpfen. Also wenn ich von der Ernährungsfrage rede, dann glauben Sie mir, geht es nicht so sehr um gesundes Essen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Sie sollen abends kein Glas Rotwein mehr trinken oder die Schokolade oder die Chips. Würde auch nicht helfen. Nee, es wäre auch furchtbar. Es wäre als Partei auch falsch, das zu machen. Ja, deswegen wollte ich das nochmal als Folie nehmen. Aber ich kann natürlich das sagen, die Grünen sind da die Hoffnung, ja, für die deutsche Landwirtschaft, für den Familienbetrieb, für die bäuerliche Landwirtschaft. Das hat auch eine soziale Dimension. Und das kann ich auch mit großer Überzeugung sagen und das... Und fragen Sie da jemanden wie den Robert Habeck, der das macht, der da auch mit den Bauern in Streit geht, der da auch mit der Agrarindustrie und mit gewissen Großkonzernen wie Monsanto in Streit geht. Ja, aber dass wir sozusagen darüber auch den nicht-urbanen Raum, den ländlichen Raum lebenswert halten, erzähle ich und zeige ich Ihnen auch. Der zweite Punkt ist, auch wenn Sie sagen, es geht nicht nur um die Frage, kann ich mir das leisten? Kein Mensch möchte, ja, dass er Gammelfleisch oder Gift im Essen hat. Ja, dass die Qualität hoch ist. Also dass sozusagen an dieser Stelle Genuss, Regionales, Giftfreies, dass das wichtige Punkte sind, die auch gerade in der Stadt und auf dem Land Leute umtreiben, das kann ich glaube ich gut erzählen. Und dann zu sagen, die anderen sollen Dreck fressen, das kann ja wohl nicht die Haltung einer politischen Partei sein. Und auch da habe ich eine soziale Auswirkung dabei. Und wenn Sie dann mit Toni Hofreiter reden, das hat er letztes Jahr gemacht, und der Ihnen mal sagt, was für soziale, jetzt sind wir wieder bei den unterschiedlichen Orten, was für soziale Auswirkungen unsere heutige Form der Agrarindustrie hat über Zerstörung von Lebensgrundlagen von Menschen, die vertrieben werden für Raubbau, für
riesige Futtermittelflächen anbaut, was dann hierher geschifft wird zum Verfüttern der Schweine in Niedersachsen, was das für immanente globale Ungerechtigkeitsfragen verstärkt, dann bin ich da ganz schnell an der sozialen Frage. Also glauben Sie mir, dieses Ernährungsthema, ich bin da fest von überzeugt, ist kein Lifestyle-Thema. Ja, das wäre eine Verhohnepiepelung dieser Frage, sondern das ist zentral, sowohl zentral in der Frage von globaler Gerechtigkeit, das ist der Frage, was können Menschen hier konsumieren? Da sind wir Anwälte der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ja, und es ist die Frage auch, wie halte ich das Leben auf dem Lande lebenswert und sind die Grünen nicht die Hoffnung für den deutschen Bauern? Auch an Sie nochmal die Frage, wird es gerade, ist der Widerspruch zwischen ökologischen und sozialen, der sich in der Politik, in der grünen Politik gerade zu zeigen scheint, ein scheinbarer oder ein tatsächlicher? Falsche Vermittlung oder noch, sagen wir mal, noch eine Vermittlung, die noch besser sein könnte, oder ein tatsächlicher Widerspruch? Also ich habe auch den Eindruck, dass in der Ernährungsfrage, also die Grünen das jetzt sehr elegant neu gerahmt haben, weil an der Ernährungsfrage ja auch nochmal deutlich wird, wie segensreich gute Regulierung sein kann. Ne? Weil keiner will diese Tierquälmaschinerien. Und dass es klar ist, da komme ich nicht über marktliche Mechanismen ran, weil es immer wieder einen Druck gibt, das noch billiger zu produzieren. Das heißt, da muss ein Staat klare Randbedingungen setzen, damit Tiere in der Form gehalten und produziert werden, wie das in breiten Teilen der Bevölkerung wird. Und damit schaffe ich dann überhaupt erst die Grundlage auch für einen angemessenen Wettbewerb. Also plus dann ja das Thematisieren dieser globalen Verknüpfung mit all dem, wenn wir jetzt über die Zukunft der internationalen Handelsregime diskutieren. Also da ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Rahmung gelungen, die klar macht, wo ist die Aufgabe von Staat, wie bringe ich ökologisch und soziales zusammen. Kommunikativ bleibt natürlich die Herausforderung vor dem Hintergrund dieser ganzen Veggie-Debatte, wenn man nur mit so einem halben Ohr hinhört, die Grünen machen mit Ernährung weiter, ist das Bild so prominent, dass man immer wieder vermutlich noch mehr Erklärungsaufwand hat, deutlich zu machen, was sich da eigentlich für ein absolut durchdachtes Programm jetzt dahinter verbirgt. Das ist eben eine riesige kommunikative Herausforderung durch die Vorgeschichte. In anderen Feldern wird das noch sehr viel schwieriger. Über die Energiedebatte ist ja schon häufiger während des Vormittags diskutiert worden. Dieser vermeintliche soziale Bias, wie sehen da innovative Lösungen aus? Die sind da, aber die sind bei weitem noch nicht so weit entwickelt. Und wenn wir jetzt nach Baden-Württemberg schauen und uns über die Zukunft der Automobilindustrie Gedanken machen, da fehlen eben auch noch die kraftvollen Geschichten. Und da laufen wir in so eine Situation hinein, dass wir wissen, da ist eine Industrie, die mindestens noch 30 Jahre von der globalen Expansion der Mittelschichten profitiert, die also überhaupt gar kein Interesse hat, sich an dem auszurichten, was jetzt hier längst schon als neue Mobilitätsgewohnheiten ins Land hineinkommen und wie verbindet ich da Standortdebatte mit allem, was sozial dranhängt, mit den globalen Herausforderungen. Also da ist es noch ein Weg, das in ähnlich überzeugende Konzepte wie im Feld der Ernährungsbranche zu übersetzen. Wäre denn vielleicht sozusagen der Schlüssel für funktionierende grüne Erzählungen, die, wie Sie sagen, bei der Ernährungsfrage funktioniert, ist der Schlüssel dazu die sinnliche Erfahrbarkeit, sozusagen, dass eben auch Energiepolitik, auch Industriepolitik stärker am Menschen, an der sinnlichen Erfahrbarkeit erzählt werden muss? Ja, also da bin ich fest von überzeugt, dass wir als Partei uns anstrengen müssen, das auf eine Ebene runterzubringen, dass es klar ist, um was es geht. Also einfach mal ein Beispiel aus dem Bereich Ernährung. Also wenn ich Menschen abholen will, beispielsweise, dann will, glaube ich, kein Mensch, dass wir durch diesen zunehmenden Verbrauch von Plastik, das dann zersetzt zum Thema Mikroplastik, das dann in unseren Gewässern, Flüssen, Seen, in den Meeren, das ist ja nochmal die globale Frage dann ist, das dazu führt, dass das Wasser so belastet ist, dass sie heute schon Mikroplastik im Bier, im deutschen Bier, das ist jetzt weit über grüne Kreise hinaus, glaube ich, ein wichtiges Genussmittel findet. Das möchte keiner. Und wenn ich dann sage, als Grüne, dagegen kämpfe ich an, dann stehe ich an. Das ist ein sehr plastisches Beispiel an der Stelle. Und ich glaube, da erreiche ich Leute auch. Oder das kann ich auch warum soll das in Zahnpasta oder in Kosmetik sein? Ja, das hat irre Auswirkungen. Da bin ich aber der Frage, dass ich dann auch mit Regulierung, mit Maßnahmen da reden kann und da auch für kämpfen kann. Das werden wir auch machen müssen. Aber das meine ich damit, wir sind als Partei, als grüne Partei, Anwälte der Bürgerinnen und Bürger, der Verbraucherinnen und Verbraucher, um sowas auch zu thematisieren, sowas hochzuziehen. Und das meine ich, wir brauchen hochdurchdachte Konzepte. Und das haben wir auch. Wir sind eine wahnsinnig konzeptgetriebene Partei. Ja, aber dieses lebensweltliche Übersetzen von Punkten,
Das ist Aufgabe, die wir immer wieder leisten müssen. Und da sind wir tatsächlich auch auf Wissenschaft angewiesen, da sind wir auf Diskurse angewiesen, da sind wir auf neue soziale Bewegungen angewiesen. Ich sehe zum Beispiel, ich weiß nicht, was bei Ihrer Tochter ist, meine Kinder sind noch deutlich jünger, aber wenn ich mit unserer grünen Jugend rede, dann kommt ganz oft das Beispiel, oder wenn ich dann frage, was habt ihr so gemacht? Ja, die waren Containern. Containern, das haben wir beide nicht gemacht vermutlich, das war noch kein, ja, das ist sozusagen, weil extrem viele Lebensmittel einfach weggeworfen werden im Lebensmittelhandel. Und dann sind Menschen, die holen sich das dann abends an den Supermärkten aus den Tonnen raus. Das würde ich jetzt sagen, verstehen Sie mich falsch, ich würde das als Grüne nie sagen, ich empfehle Ihnen jetzt alle, also das ist die grüne Antwort auf die Ernährungsfrage ist, gehen Sie Containern. Ja, das ist, wenn ich das als Wahlkampf erzähle, dann sage ich mir, alle, das ist ja bekloppt geworden, was sind die Grünen, also ne? Nur ich sehe, ich weiß, ihr sind ja eine ganze Reihe von jungen Leuten. Wart ihr schon mal Containern? Ja? Ja, ich finde das toll, weil es zeigt natürlich auf Missstand, was wahnsinnig viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Und ich bin dankbar dafür, dass dieser Missstand ja, aufgerufen wird. Und ich finde auch, die Leute sollten nicht kriminalisiert werden. Aber ich würde jetzt nicht ins Wahlprogramm schreiben, das werdet ihr vielleicht verstehen, dass jetzt alle Menschen Containern gehen sollen. Und trotzdem habe ich da einen hohen Respekt davor und finde das toll, weil es eine Form von sozialer Bewegung ist, die sozusagen auch wichtig ist. Und ich will ein anderes Beispiel geben. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, also auch schon wieder 10 Jahre her, kam dieser Film raus am Tag, als Bobby Ewing starb. Ich weiß nicht, wer sich von den dann etwas Älteren noch erinnern kann. Ja? Eine grandiose Sittengemälde der alten Bundesrepublik. Wo dann so ein paar Hippies und Spinner in Ökopullovern und Bärte, ich habe einen hohen Respekt und Hochachtung davor, gejubelt haben, als die eine Glühlampe brannte, weil so das selbstgebaute Windkraftanlage funktionierte. Ja, und wenn es diese Trendsetter, diese Verrückten sozusagen nicht gegeben hätten, die das ausprobiert hätten, dann hätten die Grünen nicht mit einem erneuerbaren Energiengesetz kommen können und eine harte Regulierung und sich mit einer harten Industrie anlegen können. Das heißt, es ist sozusagen, wir müssen auch als Partei Avantgarde erspüren, prozessisch erspüren, das ernst nehmen. Ja, vor 30 Jahren hätten die alle darüber gelacht, ja, oder wurde ja auch. Wir haben das ernst genommen, wir haben daraus ein politisches Konzept entwickelt, was nicht heißt sozusagen, ihr sollt jetzt alle das eine Windrad zusammenschrauben und die eine Glühlampe im Wohnzimmer ranhängen. Auch das wäre jetzt kein Konzept für das Wahlprogramm gewesen, so wie ich heute nicht sagen würde, jetzt geht alle Containern. Ja? Aber ich sehe das doch, weil da eine wahnsinnige Verschwendung hinliegt. Und das stört jeden von uns hier im Saal, nehme ich mal an, dass große Teile der Lebensmittel produziert werden und weggeworfen werden. Und wenn Sie Ihre Paprikawurst kaufen, ja, wenn Sie Paprikastückchen sind, das finde ich ein schönes Beispiel, und die wird bei der Produktion, fällt Ihnen das Paprikastückchen raus, dann wird das weggeworfen, weil es sozusagen unverkäuflich angeblich ist beim Konsumenten. Ja, da habe ich ein Problem damit. Und das auf solche Missstände aufmerksam gemacht wird, da bin ich allen, die Containern waren, hoch dankbar. Und das zeigt daran, wo wir ansetzen müssen. Also wir haben den Aufruf zum Containern gut gehört. Und ich möchte das jetzt zum Anlass nehmen, um die Diskussion zu öffnen ins Publikum. Eine Stunde haben wir diskutiert mit vielen, wie ich finde, auch provokanten und sehr lebendigen Thesen. Jetzt sind Sie und Ihre Beiträge gefragt. Ja, hier vorne sah ich zuerst eine Wortmeldung, dann hier und dann dort der Herr im roten, als letztes im roten Pullover. Hier vorne, ach so, eigentlich war zuerst hier vorne in der zweiten Reihe, aber ist egal. Ich hätte mal eine Frage an die Moderatorin. Können Sie sich vorstellen, dass man so einen Dialog auch mal im Fernsehen führt und nicht nur hier in der Böll-Gesellschaft? Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Aber es ist doch schon mal schön, dass er hier in der Heinrich-Böll-Gesellschaft geführt wird. War das schon? Wollten Sie noch? Es geht eben auch darum, diesen Dialog in die Breite zu bringen. Also wenn wir uns darüber unterhalten, wir sind ja eigentlich alle der gleich ähnliche Meinung. Aber diesen Dialog eben auch mit der Öffentlichkeit zu führen, um diese Gedanken weiterzutragen. Das wäre ja eigentlich das Entscheidende dabei. Ich werde es meinem Intendanten sagen. Hier, glaube ich, die Dame erst in der zweiten Reihe links. Reinhold Hugenroth, Kreisverband Wittenberg aus dem schönen Sachsen-Anhalt, wo wir den nächsten Wahlkampf führen werden. Und ich wollte einfach nur sagen, dass die Ökologie, würde ich auch erweitern, als sozial-kulturelle Frage. Und also gerade folgend aus der Diskussion von heute Morgen. Weil wenn wir schon von der grünen Erzählung reden, dann reden wir auch vielleicht von Literatur, dann reden wir auch vielleicht davon, was sozusagen Theater heute da auch bieten. Und ich bin vielleicht ein bisschen
bisschen später dran, halt, aber da auch mal einen Widerspruch anmelden, weil bei uns die Theater gerade massiv gekürzt werden. Und die Theater, die ich kenne, öffnen sich mittlerweile in die Gesellschaft, haben nicht nur einen Tag der offenen Tür, sondern die arbeiten mit Hartz-IV-Kindern, die arbeiten mit Schulen und haben einen Beitrag, sozusagen sind für mich also klassische Orte, wo wir durchaus auch nochmal mitarbeiten, die einfach zur Daseinsvorsorge gehören für mich. Und das wollte ich nochmal anmerken an der Stelle. Und wenn die nicht auch unsere Geschichten erzählen, und ich möchte diesen Widerspruch gar nicht aufmachen zwischen Ökologie und Kultur, und ich will es auch nicht zwischen Hochkultur und niedriger Kultur, also so Soziokultur machen, weil Soziokultur sind natürlich Zentren, wo wir halt auch, da komme ich jetzt zum anderen Punkt, auch zu Themen kommen, wo wir Flüchtlingsinitiativen haben, wo wir halt Bürgerinitiativen gründen und so weiter, halt, wo ich neulich halt auch halt wirklich Orte gesehen habe, wo Flüchtlinge auch hinkommen können, wo wir sozusagen halt also auch da die Verbindung treffen können, wer ist vom Klimawandel betroffen, Flüchtlinge, die auch zu uns kommen und mit denen wir hier auch arbeiten und halt auch eben auch Geschichten erzählen. Vielen Dank. Die Orte des Erzählens, werden die genug berücksichtigt in der grünen Politik? Also ich finde das einen ganz zentralen Punkt, weil das ist ja eine Kultur des Anstandes, ne? Diese langfristigen Dimensionen zu berücksichtigen, und hat ganz viel mit dem, was wir ja gerade diskutiert haben, auch mit Emanzipation zu tun. Also sich Kultur widmen zu können, ist eben der Ausdruck, sich den unmittelbaren Sachzwecken zu befreien. Ne? Und daher würde ich das eben auch gar nicht nur auf Hochkultur beschränken, sondern dieser Kulturbegriff ist einer, den wir in der Auseinandersetzung zwischen ökologischen und sozialen Aspekten viel zu lange ausgeblendet haben. Ne? Das war immer so eine Sache, da muss man 2 Tonnen und dann muss gucken, dass noch Gerechtigkeit organisiert wird. Das hatte so was Technokratisches. Also indem wir erkennen, so wie der Anthony Appiah das so schön drückt, es geht da um eine Frage der Ehre, es geht um eine Frage des Anstandes, es geht auch um eine Kultur, wie ich in dieser Welt mit all ihren Zwängen wieder Autonomie gewinne. Und der Einbezug und der Brückenbau auch in die Kultur schaffenden ist da ein ganz gewichtiger Punkt, weil die das natürlich wieder inszenieren und Bilder schaffen, mit denen man dann durchaus auch im politischen Raum arbeiten kann. Also insofern herzlichen Dank für diese Steilvorlage, denn ich halte das auch für einen ganz essentiellen Aspekt. Jetzt Sie gerne mit Ihrem Beitrag. Herr Kellner, ich muss Sie mächtig loben, weil Sie als Grüner die Mobilität angesprochen haben. Da bin ich voll Ihrer Meinung. Und zwar diesbezüglich des Carsharing und so weiter, was da alles ist. Man sollte auch als Autofahrer den Wagen mal stehen lassen und auch mal laufen können oder sich auf Fahrrad begeben. Das ist bei einem Bekannten bei mir, der hat sein Auto, der hat es verkauft und jetzt fährt er nur noch Rad. Erledigt alles seine Besorgung auf dem Rad und kommt damit ja auch preislich viel besser hin. Und außerdem trägt es dann auch zum besseren Klima bei. Also man sollte solche Dinge doch verstärkt bei den Grünen auch weiter tun. Danke für diesen Beitrag, der, glaube ich, als solcher so stehen bleiben kann. Dort hinten in der letzten Reihe, der Herr mit dem roten Pullover, war der Nächste. Ja, ich denke, dass Steuerpolitik ein wesentliches Element ist, wenn man die soziale Frage hat. Und leider ist es ja so gewesen, dass die Verschärfung der Steuerpolitik ja leider unter Rot-Grün passiert ist. Das heißt, die Absenkung der Vermögensteuer und das Hartz-IV-Gesetze. Und ich denke, dass wenn man dann, wie Herr Schneidewind sagt, naja, jetzt merken die Leute, die Minister, dass sie die Steuern brauchen und sie werden sich zusammensetzen und vielleicht da vernünftige Sachen machen, halte ich für naiv, weil ich denke, gerade was wir im Moment zurzeit erleben, die Frage der EZB, dass immer mehr Sachen außerhalb der Kontrolle demokratischer Organisationen gehen, dass das eben eine Tendenz ist, die man nicht sagen kann, na, da werden sich die Leute schon zusammensetzen und das vernünftiger machen, sondern ich denke, dass die Lobbyverbände immer stärker werden und uns im Grunde die Kontrolle nehmen. Und deswegen finde ich das auch die Antwort im Grunde auf die Kapitalismusfrage, zu sagen, wir brauchen einen besseren Kapitalismus, halte ich auch für falsch, weil das hat ja auch jetzt die Klein gesagt,
dass die Logik, Profit zu machen, ist eine kontraproduktiv zur ökologischen Frage. Und ich denke mir, wenn man sagt, wir brauchen einen besseren Kapitalismus, ist es eine falsche Antwort, weil ich denke, dass unsere Wirtschaft da zwangsläufig dazu führt, dass diese Ungerechtigkeit zunimmt. Und ich denke mir, es gibt ja jetzt Debatten über solidarische Ökonomie und gerade in den hochentwickelten Ländern, denke ich mir, müssen wir diese Frage stellen, ob die Profitlogik noch das zentrale Moment unserer Gesellschaft sein soll. Ich sage nein. Profitlogik hatte ich auf dem Podium nicht so gehört, aber dennoch, Herr Kellner, vielleicht dazu, zu der Kritik. Also ich würde auch sagen, wir haben unter Rot-Grün auch Fehler gemacht und nicht alles richtig gemacht. Und ich kann da auch gerne ausführlich darauf antworten. Ich würde aber gerne auf den Punkt Europa, weil er mich extrem umtreibt. Und die Frage ist, wie man darüber redet. Und ich nehme wahr, als jemand, der sich natürlich auch Zahlen anschaut und Stimmung der Bevölkerung, dass wir den Diskurs darüber, wie Rettungspolitik, also das Schlagwort Austerität, sparen, wie das läuft, seit Jahren verlieren. Es ist sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung, hat sich da Frau Merkel lange Zeit durchgesetzt. Mit aus meiner Sicht gravierenden Folgen. Und meine Antwort ist da ein Stück darauf, zu sagen, dass wir einen anderen Diskurs gerade fahren müssen. Weil wenn ich mir anschaue, was für die Frage halbes Prozentpunkt mehr BIP sparen, ja oder nein, oder die Frage Wirtschaftswachstum ein Zehntel Prozentpunkt, ja oder nein, wenn das dazu führt, dass wir flächendeckend in den südlichen Ländern Europas die Parteiensysteme und Demokratie schrotten, dann können wir uns davon auch nichts mehr kaufen. Also wenn ich mir anschaue, wie stark in Frankreich die Rechtsextremen sind auf Platz 2. Ja? Wenn ich mir anschaue, was in Griechenland, ich will mir gar nicht ausmalen, was die nächste griechische Regierung ist, egal ob das Linksextreme oder ob das Nazis sind, das ist vorstellbar. Wenn ich mir anschaue, was mit einer extrem schwierigen, antidemokratischen, populistischen Bewegung à la Pepo Grillo und was da alles drohen kann, dann sind wir als Politiker oder wir als Grüne sehr daran gefordert, diesen Diskurs um Demokratie auch zu fahren und nicht nur den ökonomischen Diskurs. Das heißt, versuchen auch die Diskursräume ein Stück zu verlagern. Das ist die eine Aufgabe. Die zweite ist auch, ich komme nur nicht drum herum zu sagen, und das will ich auch klar machen, damit es hier kein Missverständnis gibt, dass Grün Fortschritt ist und dass die Lösung nicht alleine ist, wir leben alle auf dem Land in der Ökokommune und machen sozusagen Subsistenzwirtschaft. Wer das macht, das ist klar, aber es ist kein Lebensmodell für alle. Ja, ich habe da einen hohen Respekt für. Aber es ist aus dieser Aufgabe sozusagen, wie kann ich Wohlstand und Wachstum, wie kann ich das verbinden, als Grüne nicht rauskommen, weil sonst bin ich ganz schnell in der Sackgasse und das möchte ich natürlich auch nicht. Mögen Sie auch noch dazu, zu dem Kapitalismus-Kritik statt der bessere, der andere Kapitalismus? Michael Kellner zeigt da ja ein ganz zentrales Spannungsfeld auf. Also wie denken wir eigentlich in künftig ökonomische und politische Stabilisierung zusammen? Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das immer ein sehr linearer Weg. Ökonomische Stabilisierung sichert auch politische Stabilisierung. Also durch ökonomische Entwicklung stabilisieren wir auch unsere Demokratien. Und jetzt merken, dass dieser Automatismus bricht. Ne? Also dass das Stabilisieren ökonomischer Mechanismen, am Beispiel Griechenland, der anderen Länder, Michael Kellner hat das ja sehr plastisch gemacht, politische Systeme geradezu destabilisieren. Und ist deswegen eine ganz neue Form des Gleichgewichts braucht. Ich bringe das immer sehr gerne auf die Formel, wir retten diese Welt nur ineffizient. Ne? Also da dreht sich jedem Ökonom alles um, weil das das Paradigma war. Effizienz, 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 das treibt die Wirtschaft und damit stabilisieren wir Politik. Und jetzt merken wir, das Ausreizen letzter Effizienz destabilisiert politische Räume und darum ja auch diese heftigen Debatten jetzt um TTIP, das sind ja sozusagen die letzten Auswüchse dieses reinen Effizienzimperativs und vor dem Hintergrund halte ich eben diese Grundsatzdebatten so wichtig und das wird dann genau der Streit sein, da werden einige sagen, das System an sich, das muss komplett anders werden, aber alleine, dass diese Thesen jetzt gemacht werden können, schafft ein Debattenfeld, wo wir über sehr viel massivere Reformen unseres kapitalistischen Systems und klassischer institutioneller und ordnungspolitischer Dinge reden können, als das in den letzten 3 Jahrzehnten der Fall war. Und ich selber habe auch das Gefühl, dass das eher ein modifizierter Kapitalismus, aber zum Teil sehr radikal modifizierter wird und der uns viele der Herausforderungen, die wir heute haben,
helfen wird zu lösen, aber wir brauchen diese Grundsatzdebatten und dafür sind eben solche Bücher von Naomi Klein und die hier steile Thesen derzeit in die Diskussion werfen, so wichtig. Bei Wortbeiträgen hatte ich hier vorne in der ersten Reihe noch gesehen und ganz kurz für Sie die gute Nachricht, wir können noch bis 1:45 diskutieren, weil die Suppe noch nicht ganz warm ist. Ineffizienz hat viele Vorteile. Ja, Gunnar Demuth, mein Hintergrund ist Landwirtschaft. Aber ich möchte zu dem Begriff Lebensmodell für alle mal etwas sagen. Ich glaube nicht, dass die Grünen den Anspruch haben können, Lebensmodell für alle zu entwickeln. Und irgendwelche Menschen mitnehmen, die nicht mitgenommen werden wollen, ist auch hochgradig kontraproduktiv. Ich denke, man kann einladen, auch differenziert zu denken. Und ich stolper gerade über zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist Gewinn an Autonomie. Und das andere war der Aspekt, keine Askese in dem vorangegangenen Vortrag von Wagner. Er will keine Askese. Gewinn an Autonomie ist unbequem. Und wir haben aber ganz machtvolle Trends, die gehen alle in Richtung mehr Bequemlichkeit. Bequemlichkeit beim Autofahren, Autos, die sich selber steuern. Und Bequemlichkeit im Haushalt, ein Kühlschrank, der mir sagt, wann die Milch abläuft. Das sind ganz machtvolle Trends und ich weiß überhaupt nicht, wie man den einen Wunsch keine Askese und den anderen Wunsch nach mehr Autonomie irgendwie ansatzweise so diskutiert, dass es glaubwürdig ist. Momentan habe ich ein großes Problem mit der Glaubwürdigkeit der Grünen und ich halte persönlich die Schröder-Fischer-Politik für die größte Bankrotterklärung, die ich bei den Grünen erlebt habe. Für mich haben die Grünen ein Problem, glaubwürdig zu sein. Herr Kellner, wollen Sie dazu? Ich würde auf den ersten, den letzten Teil nochmal antworten, vielleicht Herrn Schneidewind auf die Frage Askese nochmal. Das ist, glaube ich, kontra Bequemlichkeit, sehr spannendes Thema. Kann ich auch was, aber damit du das. Also, ich möchte, und das will ich klar sagen, überhaupt gar kein Lebensmodell vorschreiben. Das wäre auch völlig widersinnig. Ja? Was ich aber das Tolle an meiner Partei finde und warum ich Grüner bin, ist, weil wir den Anspruch haben, keine Klientelpartei zu sein, sondern gemeinwohlorientiert zu handeln und zu denken. Und zwar nicht nur in Gesellschaft, über Gruppen hinweg, sondern eben auch über Generationen. Und das macht uns aus. Und da erreiche ich auch nicht alle in der Gesellschaft, aber ich kämpfe sozusagen darum, möglichst viele zu erreichen. Und nun, Frau von Stosch hat das vorhin gesagt, ich war lange Jahre Sprecher der BRG Frieden und internationale Politik. Also ich komme einen starken Background in der internationalen Politik. Und wir könnten jetzt lange über Rot-Grün, über Außenpolitik reden, wo ich viel Kritik hätte, aber auch ich Licht und Schatten sehe. Also dass zum Beispiel Fischer, I'm not convinced im Irakkrieg. Das war ein Meilenstein, der nicht zu unterschätzen war. Und ich verstehe auch die Kritik an den Harz-Reformen. Aber auch da ging es natürlich auch um die Frage, wie ermögliche ich Chancen? Also auch da würde ich sagen, es war nicht alles richtig, es war auch nicht alles falsch. Und ich sehe große Erfolge, auch im Nachhinein. Also dass wir heute in Deutschland eine andere Form der Energiegewinnung haben, als hätte es ohne eine grüne Regierungsbeteiligung nicht gegeben. Dass wir heute eine andere Form von gesellschaftlichen Umgang miteinander, weil das ist ja ein Thema, das hier auf der Tagung, das ist auch nicht schlimm, nur am Rande eine Rolle spielt, also die Frage von Emanzipation, die Frage von gleiche Rechte, egal wie ich liebe oder egal welches Geschlecht ich habe, da haben wir als Grüne eine nachholende Modernisierung in einer verstaubten und verstockten Gesellschaft nachgeholt und mit Erfolg erreicht. Und ich werde Ihnen auch sagen, auch wenn wir wieder regieren werden als Grüne, was ich gerne möchte, weil wir wollen die Welt verändern, wir wollen sie besser machen, dazu muss man oder kann man regieren, es ist nicht um jeden Preis. Aber auch da werden wir immer wieder Kompromisse machen. Nur ich kann doch nur dafür kämpfen, möglichst leidenschaftlich und stark, dass wir die Schritte möglichst groß hinkriegen und möglichst weit vorangehen. Vielleicht in Antworten, dass wir uns ein bisschen knapper, straffer halten, weil es noch so viel Wortmeldungen gibt.
Mögen Sie vielleicht noch das dauert die Suppe auch länger. Ja, vielleicht dauert es noch länger, genau. Mögen Sie noch kurz was sagen zum Widerspruch zwischen, vielleicht erst nochmal zwischen, weil den, das fand ich so einen wichtigen Aspekt, zwischen Bequemlichkeit und Autonomie. Wie ist der aufzulösen? Also finde ich faszinierend, weil das ist genau die klassische Ökonomendenke. Ne? Wir gucken, wie die Präferenzen sich entwickeln und die Vision ist, wir sind irgendwann nur noch getriebene und nach unseren Präferenzen hin und her geschiebene Wesen und das kann doch nicht Menschsein sein. Und darum ist es so zentral, wenn man, ich halte auch diese Idee der Emanzipation für ein zentrales Momentum und Emanzipation kann sich ausdrücken im kritischen Denken, indem ich Widerstand auf der Ebene der Gedanken äußere, kann sich aber auch äußern, indem ich Entrepreneur werde und Dinge anders mache und Emanzipation kann sich aber auch über Askese ausdrücken, indem ich Reichtum eben als das definiere, auf das ich verzichten kann. Also diejenigen, die jetzt in diesen neuen Bewegungen unterwegs sind, sind in hohem Maße emanzipiert, empfinden ein hohes Maß an innerer Freiheit, weil sie sich eben befreien, aus diesem nur noch getrieben zu sein. Daher glaube ich, ist, gut, aber meine Position zu dem, was da in der vorangegangenen Runde lief, habe ich jetzt schon öfters geäußert, ist ein absoluter Schmarrn. Askese ist Ausdruck auch von Emanzipation. Man muss es genau auf diesem Einladungsaspekt ansprechen. Also wenn jeder möchte, also sagen, derjenige, der Askese betreibt, muss sehen, dass er im modernen Entrepreneur und im Kapitalismuskritiker jemanden hat, der Verwandter im Geiste ist. Nämlich Menschen, die sich emanzipieren, die sich gegen bestehende Verhältnisse auflehnen und damit das Projekt Mensch zu dem führen, wofür wir da sind. Und wir sind eben keine nur perfekt funktionierenden ökonomischen Maschinenrädchen. Und dieses emanzipative Projekt, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger roter Faden auch grüner Politik. Und da gehören die Asketen ganz entscheidend mit dazu. Und das Käse vielleicht als etwas, was eben nicht nur Verzicht bringt, wie es oft gedacht wird, sondern Bereicherung, wie Sie das eben sehr schön geschildert haben. Jetzt wollen wir ein paar Wortmeldungen mal zusammenziehen. In der ersten Reihe gab es eine, dann... Also nachdem ja jetzt alle Asketen sind, wollen wir da mal nicht drauf eingehen. Was ich eigentlich sagen wollte, ein bisschen gegen den, so die billige Kapitalismuskritik, die da am Podium breit wird, reden. Wenn Michael sagt, das Problem der europäischen Länder ist, dass die südeuropäischen Länder jetzt alle hungern müssen und darben, dann finde ich, das stimmt eigentlich nicht. Das missachtet die Rolle der Politik beim Versagen dieser Länder. Warum gibt es eine Front National in Frankreich? Die gibt es auch, weil die Politik nicht fähig war, den Wandlungsprozess einzuleiten. Deswegen kriegt Frankreich die Quittung und deswegen, weil Rot-Grün da auch unschöne Sachen gemacht hat, kriegt Deutschland im Moment nicht die Quittung. Und ich finde, und da kommt es dann mit dieser Emanzipation und dem Emanzipationsgerede, wo ich immer mal denke, ist es jetzt wirklich die richtige Erzählung, muss man nochmal kritischer nachfragen. In einer Welt, wo wir alle wissen, dass der Westen verliert, das heißt, es geht um die Moderation eines Verlustprozesses. Da kann ich schon sagen, ich habe eine andere Orientierung, nämlich nicht Reichtum über alles, sondern zu sagen, dass ich mit mir und meinem Leben zufrieden und im Reinen bin. Dann geht es um Haltungsfragen. Aber ich kann sie nicht so wegreden, dass ich mir einfach nur vom guten Leben was erzähle und hingehe und sage, ich will das gute Leben für alle. Und wenn ich draußen mit Leuten rede, die nicht im Politikprozess sind, die sind schon froh, wenn es nicht zu schnell schlechter geht. Da ist einer dieser Widersprüche des politischen Prozesses, wo man es auch nicht über das gute Leben und auch nicht über schöne Politik wegkriegt. Da muss man ehrlich herangehen, finde ich. Vielen Dank. Dort war in der vierten Reihe der zweite. Ja, Werner Reh, BUND. Mir fehlte trotz der Klasse Diskussion und Moderation zwei Punkte, nämlich wurden angedeutet von Michael Kellner und Uwe Schneidewind, dass eben hinter diesen Konflikten eben auch regionale Verteidigungskonflikte in Deutschland stecken, der ganz gravierenden Art, eben siehe Stromnetze, siehe Infrastruktur, die als Geschachere zwischen Ländern eben abgehalten wird, wo ich den Grünen nur empfehlen kann, Kampfanzug anzuziehen für eine Regierungsbeteiligung und ist auch die einzige Partei, die das hinkriegen kann. Volksparteien kriegen das eben nicht hin. Der Linken draußen auch nicht zu. Da eben zu sagen, das sind die Schwerpunkte, das ziehen wir durch und das bringen wir jetzt in Richtung Schiene und ÖPNV und ähnliche Dinge. Und der zweite Aspekt fehlte mir global, dieser Dumpingwettlauf, der stattfindet, solange man das nicht regulieren kann. Schiffsverkehr ist reiner Dumping-Wettlauf. Mehr sozial als ökologisch. Im Luftverkehr kommen eben auch
Dumping Airlines rein, Norwegian Air, mit Subunternehmen und nach asiatischen Verträgen. Und deswegen ist das auch ein wichtiges Thema, das die Grünen mitbesetzen müssten. Mhm. Machen wir hier vielleicht eine Zäsur, dann erstmal eine Beantwortung und dann die letzte Runde mit Ihnen. Und da hatte ich noch zwei Meldungen dort hinten gesehen. Genau. Zu den Ausführungen von Nikolaus. Sie sind gefragt. Ja, ich würde ja. Wir könnten jetzt lange und tief in Instrumentendebatte um die Krise der Europäischen Union einsteigen. Würde ich jetzt gar nicht machen. Natürlich hat das auch hausgemachte Gründe und natürlich gibt es da auch eine ökonomische Debatte. Ich sage nur, wenn man das, was man, und ich bin fest davon überzeugt und weiß ich, da haben wir, glaube ich, keinen Widerspruch, wenn wir diese Europäische Union erhalten wollen und wenn wir ernsthaft darüber reden wollen, wir brauchen da auch Transfer- und Ausgleichsmaßnahmen, dann wird man das nicht in einer ökonomischen Debatte gewinnen, sondern wird man es über die Frage von Demokratie und Zusammenhalt von Gesellschaften gewinnen. Das ist mein Punkt, den ich machen wollte. Da kann man auch gerne dann weiter drüber reden. Ich habe hier auch gar keine billige Kapitalismuskritik gehört. Also ich meine, ich komme selber aus Thüringen, aus dem Osten. Ich würde jetzt auch nicht dazu raten, dieses untergangene System zurückzusteuern. Ja? Ich will aber auch mal sagen, dass es so ja auch klar ist, so geht es nicht weiter. Und wir deswegen kreativ nach Lösungen suchen müssen. Und da ist auch Politik, die sagen, ich habe jetzt auf alles eine Antwort. Nein, habe ich da auch nicht. Sondern wir müssen uns diesen Fragen auch mit einem gewissen Mut zu einer Radikalität stellen. Und da kämpfen wir nämlich dann da, und das ist dann der Übergang zu den Fragen des BUNDs oder von Ihnen. Wir kämpfen darum, wer kann eigentlich globale Regulierungsrahmen setzen? Weil die Frage von Schiffsverkehr, ich meine, da gibt es seit Jahrzehnten bei den Klimaverhandlungen eine Arbeitsgruppe dazu, kann man den einbeziehen in den Emissionshandel? Ja, oder wie verhindere ich, dass dann der dreckigste Ölabfälle oder verbrannt werden, ja, die nun besonders umweltschädlich sind und so. Das, also wir kämpfen an diesen Stellen dann um eine Frage, schaffen wir es noch, Regulierung auf eine Ebene zu setzen oberhalb des Nationalstaates? Und deswegen ist auch der Kampf um diese Handelsabkommenfragen so spannend, weil da geht es jetzt weniger um das Chlorhähnchen, was das sozusagen letztes Jahr durch die Presse geisterte, sondern geht es darum, kann ich als Politik noch handlungsleitend sein. Wenn ich das Beispiel, nur ein Beispiel, ich höre sofort auf, erzähle, dass Vattenfall die Bundesregierung vor einem privaten Schiedsgericht für 3,8 Milliarden Euro verklagt, ob des Atomausstieges, dann kommt Politik natürlich, gewählte Politik in einer Demokratie, extrem schwierige Fragen, wenn das sich sozusagen als neues Steuerungselement endgültig durchsetzt. Und deswegen kämpfen wir da gerade so stark an der Stelle. Und deswegen kommen wir auch nicht drum herum, auch eine positive Europaerzählung zu haben. Weil am Ende des Tages ist da eine Antwort drauf, eine bessere Europäische Union, oder ich den Status quo der Europäischen Union verteidigen will. Da habe ich viel Kritik dran. Aber wenn ich in einem großen Rahmen denke, brauche ich da eine starke Europäische Union und ich brauche eine Form, die mir Regulierung weiterhin ermöglicht. Und hat der Edenhofer ja vorhin gesagt, auf was für eine Skala wir da denken. Sie noch ganz kurz mit einem Satz, ob die Politik international gesehen auch das Heft des Handelns da in der Hand hat. Ja, ich glaube, es wäre naiv, das auf jetzt solche Haltungs- und Wohlstandsfragen zu reduzieren und zu meinen, damit können wir den Sachzwängen etwas entgegenzusetzen. Aber genauso fatal wäre es, wenn wir uns nur noch als Realpolitiker dieses moderierten Verlustprozesses verstehen. Das können andere Parteien besser. Also wir müssen die Haltungs- und Wohlstandsideen stark machen, dass andere regulative Ideen da sind, an denen sich dann Realpolitik eben wieder misst. Und das gilt dann sowohl für die Prozesse regional, national als auch auf der internationalen Ebene. Und da hat Edenhofer ja gezeigt, wie wichtig eben der Verweis auf das Internationale nicht immer nur das Abwehren sein darf, dann können wir nichts tun, das muss ja international reguliert werden, sondern dass es eine Partei ist, die aktiv danach sucht und die dann natürlich bei auch allen Backlash, die ich habe mit europäischen Institutionen, sagt, weil das einer der wichtigsten Experimentierräume für Supranationales ist, müssen wir ja weitermachen, müssen im Edenhoferschen Sinne auch nach neuen Mechanismen dieser globalen institutionellen Governance suchen. Und das ist sozusagen die Richtung, in die sich Zivilisation weiterentwickeln muss. Okay, letzte Fragerunde. Hier vorne in der zweiten Reihe gab es eine Wortmeldung und dann noch zwei Herren dort im rechten Flügel von mir aus gesehen. Ja, Michael Opielka, ich wollte nur mal Wasser in den Wein gießen und doch etwas frustriert oder auch realistisch bereichert an die zweite Runde erinnern. Was wir haben, ist ja praktisch eine Rechtfertigung des neoliberalen Projekts unter Rot-Grün. Und es ist interessant, dass sowas heute immer noch genau so gesagt werden kann. Und das ist die Wirklichkeit. Viele denken so. Viele grüne Wähler denken so, viele grüne Politiker denken so. Und da haben wir eine Kombination aus Freigabe von Prostitution,
Reduzierung von Kultursubventionen und Einführung von Hartz IV. Das ist natürlich auch eine Programmatik, das ist eine regulative Idee. Dass sie im Nebenprodukt auch positive Effekte hat, auf der ökologischen, rein umweltbezogenen Seite, ist keine Frage. Aber im Sozialen, das ist ja das Thema, was wir diskutieren, war es verheerend und hat kulturell verheerend ausgewirkt. Hartz IV hat nichts zu tun gehabt mit unserem heutigen Wohlstand. Das sind völlig falsche Narrative. Wir verdanken unseren relativ niedrigen Arbeitslosigkeit allen, nur nicht Hartz IV. Das gibt es empirisch wunderbare Belege dazu. Aber die Narrative halten sich und da muss man dagegen steuern. Ich glaube, deswegen tut es auch gut, wenn man ein bisschen Selbstkritik übt und auch deutlich macht, dass eine regulative Perspektive nicht an dem ansetzen kann, was uns hier vor als sozusagen billiges Projekt verkauft worden ist. Noch die beiden Wortmeldungen auf der anderen Seite. Ich fasse mich kurz. Mich hat es gefreut, dass Sie öfters den Begriff der Entrepreneurship oder sagen wir mal auf der mikroökonomischen Ebene die Möglichkeiten, die noch längst nicht gehoben sind, erwähnt haben, das Ökologische und Soziale zu verbinden. Denn sagen wir mal, Berlin ist die Hauptstadt der Start-ups und da kann man noch ganz viel gleichzeitig das Ökologische und Soziale eben ganz nah bei den Menschen im Kiez spielen. Ich bin bei der Bundeszentrale der Caritas, also einem Wohlfahrtsverband. Und da haben wir gerade so einen Fall, einfach zu sagen, wir nutzen das Upcycling, das ist trendy, man macht Wiederverwertung von Produkten. Und wir haben viele Menschen, die in Arbeitsgelegenheiten sind, die eben Zeit und Talent haben, aber aus unterschiedlichen Gründen keinen Job am Arbeitsmarkt bekommen. Die nehmen auch sehr gerne jetzt dieses Upcycling an. Das haben wir systematisch ausgebaut, ein Label dafür gegründet, nennt sich Einzigware, kann jeder schauen, ist ganz, ganz neu. Also das sind Möglichkeiten und da kann man natürlich zig Geschichten erzählen, sowohl über Wiederverwertung als auch über die sozialen Wirkungen, die das jetzt entfaltet. Ja, vielen Dank. Ole Meinefeld, ich hätte noch eine Frage zu der Narration. Also wir sind am Anfang jetzt in der Debatte sehr stark auf die Frage von Emotionen gekommen. Also auch ein Kompliment an beide Diskutanten, dass sie das nochmal so in den Vordergrund gerückt haben. Und für mich stellt sich da die Frage, wie sieht ein analoges oder eine analoge Erzählung zu dem mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben für den Bereich der sozialen Frage aus? Also vielleicht lässt sich das im Augenblick auch noch nicht beantworten. Also mir scheint, dass die Diskussion hier eher zeigt, dass wir am Anfang der Beantwortung möglicherweise von der Frage stehen. Aber trotzdem ist man wahrscheinlich auf solche Verdichtungen angewiesen, wenn das neu erzählt werden soll. Also ich fand das Beispiel mit den Deichen ganz gut, dass man das auch in einem, also nicht nur in einem globalen, sondern auch in einem nationalen Kontext beginnt zu erzählen. Aber wir sind dann doch immer sehr schnell in einzelne Beispiele gegangen, was sicher auch wichtig ist. Aber man wird es nicht auf eine Formel bringen können, aber wahrscheinlich ist da noch Bedarf. Vielen Dank, dass Sie den Sack am Ende so schön zubinden. Ich würde gerne, es waren ja jetzt noch verschiedene Fragen, die kamen, das in eine Schlussrunde einfließen lassen, die Beantwortung, und gerne mit Ihnen anfangen, Herr Schneidewind. Ja, ich glaube, die meinen Äußerungen, die ersten machen eben deutlich, in welchem Wechselspiel sich die Wandlungsprozesse abspielen werden. Ne? Also wie viel Markt, wie viel neoliberales Programm würde es, Entrepreneurship als Momentum. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Grüne Partei die Partei bleibt, die diese Zivilisationsexperimente moderiert, sie wagt zu machen und voranzutreiben. Und das wird sich dann irgendwo in diesen Spannungsverhältnissen austarieren. Und um ein Angebot für diese Formel mitzugeben, ich würde es mal auf den Punkt bringen, mit grünen Steuern Emanzipation ermöglichen. Ne? Also Emanzipation ist in den verschiedenen Dimensionen, wie Sie diskutiert haben. Also in die Richtung, ich finde das genau, das ist der Punkt, da müssen wir experimentieren. Und Michael Kellner hat ja deutlich gemacht, die vielen neuen Bilder, die entstehen, ne? Diese plastischen Bilder durch die Katastrophen, die werden uns helfen. Da werden auch Ikonografien entstehen, um dann solche Formeln zu untermauern. Und lasst uns alle experimentieren. Noch haben wir die richtige Formel nicht gefunden, aber sie
lauert um die nächste Ecke und darum lohnt es sich, weiterzugehen. Mit grünen Steuern Emanzipation ermöglichen, ist das zu kräftig schon oder weiterdenken da noch? Da muss er noch ein bisschen. Ich glaube, das kann man so nicht ganz aufs Wahlplakat schreiben, Herr Schneidewind, aber ich nehme das gerne mit, weil natürlich, wir haben, die Frage ist ja völlig berechtigt. Und wir haben Teilen, ist das neue Haben, finde ich auch einen starken, ist ein starker Satz. Ich finde auch die Frage zu neuen sozialpolitischen Herausforderungen gegen den Raubbau am Menschen, finde ich, ist tatsächlich ein Punkt, der, vielleicht liegt es auch in meiner eigenen Lebenssituation, aber der viel zum Klingen bringt. Und ich will nochmal, weil das hat mich jetzt gereizt, mit Herrn Opielka in einen Dauerstreit einzutreten über Sozialpolitik. Und ich könnte es mir jetzt leicht machen und mich da als Kritiker outen, aber ich will das gar nicht so einfach machen. Wir erleben, und der Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsrats kam vor ein paar Wochen raus, ich habe ihn letzte Woche gelesen, und ist ja klar, wir erleben, dass wir trotz niedriger Arbeitslosigkeit, sinkender Arbeitslosigkeit, steigende relative Armut haben. Das ist ein wirkliches Problem in dem Land. Und das ist natürlich, das erschüttert ein Paradigma, das man die letzten Jahre gefahren hat. Und Politik hat an einer Stelle darauf reagiert. Übrigens, da waren wir Grünen auch sehr früh und sehr stark mit dabei, auch wenn wir das Konzept immer wieder neu geschärft haben, bei der Frage von Mindestlohn. Das ist ein Instrument. Das ist jetzt in diesen statistischen Zahlen noch nicht drin, kann logischerweise nicht drin sein. Und wir werden sehr genau schauen müssen, wie das weitergeht. Und am Ende des Tages kommen wir als Grüne auch nicht drum herum, eine Umverteilungsfrage zu beantworten. Und dann bin ich bei der Frage von Steuern. Starke Schultern sollen mehr tragen als schwache. Ja, das werden wir auch weiterhin erzählen. Dafür werden wir auch weiterhin stehen. Da bin ich bei der Frage von Transfers. Ich glaube, das muss man als Grüne zusammendenken mit uns für diese Frage. Und deswegen finde ich es auch so toll von der Böll-Stiftung, dass sie es als ökosoziale Frage gestellt haben, weil wir nicht drumherum kommen, diese Fragen alle zu beantworten als gemeinwohlorientierte Partei. Und ist das in jeder Generation immer wieder neu stellen müssen, aber ich habe das Gefühl gehabt, also mir hat das auch wahnsinnig Spaß gemacht und wir sind zumindest mit ein paar Ideen und Punkten einfach weiter und ich fand auch das Beispiel von der Caritas ist einfach ein schönes Beispiel und es ist toll, dass sie das machen, herzlichen Dank dafür. Ist natürlich auch kein Lebensmodell, was für alle geht, ja, ist ja klar, aber es ist ein wichtiger Punkt und an diesen Stellen wird man da auch Pfadfinder sein müssen und das sind wir auch gerne als Grüne, das ist dann halt mein Anspruch, Pfadfinder eine bessere Zukunft. Dankeschön. Dankeschön für diese wirklich lebendige Diskussion mit reger Anteilnahme. Ich fand es super interessant. Jetzt gibt es Mittagessen, Suppe, die ist wahrscheinlich inzwischen warm. Und danach und dabei kann man dann die ganzen Fragen natürlich noch weiter diskutieren. Und nachmittags in verschiedenen Foren, da wollten Sie jetzt noch kurz sagen, genau, wo die einzelnen Foren stattfinden. Genau. Das Forum zu Ernährung wird hier im Saal stattfinden. Die Grünerzählung vom Fliegen werden wir diskutieren hier drüben im Konferenzraum 1. Dann gibt es die Energiewende, das ist draußen auf der Treppe. Und die grüne Erzählung vom Wohnen wird im kleinen Saal hier gegenüber stattfinden. Und zwar dann 14.15 Uhr. Guten Appetit. Und ich darf noch so richtig, wie in den großen Medien, darf ich noch teasen. Nämlich, Sie haben mir vorhin gesagt, ich soll darauf hinweisen auf den nächsten Kongress im nächsten Jahr, wo weiter diskutiert wird, zum Thema Baustelle grüner Ordnungspolitik. Und das wird sein am 26. und 27. Juni. Nee, in diesem Jahr schon, sehe ich. Also bis dahin, schönen Nachmittag noch. Applaus